Ja, servus Leute, willkommen zu Monster Hunter World. Paul ist dabei, Andi ist dabei, Andi kann nicht antworten, der hat den Mund voll. Paul, was machst du da? Ich lach mich drüber schlapp. Meinst du, dass ich probiere, das saure Gürtchen in den Mund zu nehmen? Ja. Oh, ach Andi, oh. Ach ja, auf jeden Fall. Servus Leute. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Was ist scheiße? Ich habe mir ausnahmsweise mal Zucker in den Kaffee gemacht. Es war Salz. Das ist halt auch wieder typisch Flo, ne? Ja, wann hört meiner auf zu tanzen? Ich habe keinen Bock mehr, hallo. Wann wird denn der jetzt auf mit der Scheiße? Was geht mit dir? Ich will ja auf, wenn das der hier nicht mehr tanzt. Und das kommt davon, wenn man zu viel arbeitet. Läuft so rum. Ja. Ich hab dich heute in der Arbeit sehen müssen. Oder so. Ja, so wieder anders. Nein. Ein Kunden. Nein. Ein Kunde. Nein. Er geht wieder. Puh. Das war ziemlich knapp, ja. Sehr gut. Ich würde sagen, ich mach mal eine Mission, oder? Ja, ja, ich mach das. Also, ja. Jeder geht ab. Ja. Das Städten. Hallo, tanzt ja durchs Bild. Was haben wir denn für Aufgaben hier? Alles schon abgeschlossen, also optional. Spezialarena an. Was ist denn deine Mission, deine nächste? Immer noch die Fußspuren finden. Ja, welche denn? Korallenhochland müssen wir da, das Rosa Radian. Ah, okay, cool. Dann mach ich mal Rosa Radian auf. Ja, das so, ja. Ja, dann futter ich mal was in der Zeit. Welcher Jägerrang bist du denn? Paul? Schau mal bitte. Welcher Jägerrang, Paul? 12. 12? Mhm. Habe ich hier irgendwas Optionales? Flo, isst mir den Salat noch auf Hallo? Hä? Da war noch der halbe Salat bei dir auf dem Teller. Geht's noch? Das ist gesund. Was willst du von mir? Ja, deswegen. Pfui. Ach nee, wir müssen ins Korallenhochland, ne? Ja. 12 passt. Flo sieht doch ein bisschen aus wie der Seepferd-Kaiser aus Yu-Gi-Oh! Na, ich nehme mal das Hämmerchen. So, dann. So. Das passt alles. Ui, ui, ui. Guten Abend. Servus, Vater. Hi, Dieter. Hi, Dieter. Weltbester Dieter. Schon wieder Teil. Juhu. Juhu, Weltbester Dieter. Flo, nimm mal die Quest an. Ach, hast du alles schon angenommen? Guck mal hier. Ich gehe unter die Taucher. Ah ja. Oh, ist das die neue Waffe? Mhm. Sehr geil. Also.
Baby, wenn du willst, kannst du mal in meine Abgründe tauchen. Ich habe jetzt erwartet, jetzt kommt sowas wie, du kannst auch mal meinen Hammer tragen. Nee, den trägt's ja schon. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, Paul. Blau und glitzernd? Ja. Bezweifle ich auch. Das ist eine Jägerkrankheit, der Glitzerpimmel. Scheiß hier noch annehmen, ne? Bestimmt. Muss da auf bereit. Ja, ja, ja. Hm? Hab schon. Ja. Lecker Erdnüsse. Ich habe mich jetzt für saure Haribo Gummibärchen entschieden. Auch nicht schlecht. Mhm. Und Schwippschwapp, weil nur mit Schwippschwapp jagt man auch die großen Monster. Schwippschwapp. Schwibbeli Schwapp. Warte, ich habe mal versehentlich Salz in den Kaffee gemacht, deswegen verziehe ich das Gesicht. Das wäre mit Red Bull Simplify Cola nicht passiert. Ja, wenn du da Salz dabei hast. Simply Cola von Red Bull. Ach, halt die Gosch. Ich meine das Vieh. Achso. Meine nicht euch. So, ich warte mal auf euch. Ich bin schon mal runtergesprungen. Seid ihr eine andere? Ich bin direkt bei dem Vieh gelandet. Also ich bin auch, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin auch irgendwo abgestürzt. Auf der Map ganz oben ist das, oder? Kann das sein? Ja, das ist der Andi zumindest. Schau ich mal, dass ich da hinkomme. Also das Vieh ist zumindest da, wo ich bin. Ja. Ich habe es verwundet. Toll, es ist bestimmt tot, wenn ich ankomme. Ja, das könnte passieren. Das kann ich nicht. Ach, es ist nicht gar nicht so schlimm. Flo, ich habe gehört, du holst ja auch noch FIFA 20. Ja, ja, klar. Und ich habe gehört, du kaufst mir eine PS5, wenn sie rauskommt. Wenn ich bis dahin mein Gehalt bekomme, ja. Du siehst aber mal ein paar Fußspuren ein, ne? Ah, Palomo, geh weg. Ja, ist gut. Nein, Absturz. Ich bin jetzt völlig am Arsch der Welt. Flo ist ein Orientierungssinn, ne? Ich mein Orientierungssinn und Absturz. Ich sag doch, das Korallenhochland ist das bescheuertste Gebiet. Mhm. Da verlaufe ich mich auch ständig. Ist okay, ich kann das Monster auch übrigens alleine machen, Flo. Ich weiß, das machst du ja so auch. Ich bin gleich da. Oder? Ich bin gleich da, oder? Ja, passt schon. Ist ja keine Herausforderung, das Vieh hier. Ich sehe es doch. Das sind jetzt High Rank, ne? Also das ist jetzt nicht mehr. Ja, überrenn mich erstmal. 5 Schläge und tot. Ja, ich weiß, das braucht jetzt 7. Toll. Flo, wo bleibst du? Ich bin schon längst da. Ich bin derjenige, der dich in die Luft katapultiert. Ich seh's. Da liegt ein Teil von. Ja, halt die Fresse. So. Gebrochen. Was, wo liegt ein Teil? Weiter hinten. Hab schon. Nochmal eins. Ne, das ist. Muschelschale. Ja. Warte, ich muss mal hier. Ach, fuck, ich habe keine Blitzkapsel dabei. Was, Blitzkatzen? Blitzkapsel. Doch, habe ich. Komm! Was machst du denn? Au. Muss nächstes Mal laufe ich bloß drumherum. Ja, Täter, ich bin ein großer Fan von Lakritz und sauren Gummibärchen und Nicknacks. Aber mit so Schokolade oder so, da kannst du mich jagen. Echt? Tatsächlich, ja. Ich mag keine Schokolade. Meine Frau ist ganz anders drum. Die mag Schokolade, kann mit Chips zum Beispiel gar nichts anfangen. Doch, damit kann Irene was anfangen. Irene liebt Schokolade. Die ist total.
Aber mit Lakritz kann ich sie jagen. Von daher, wenn ich mir was für mich kaufen möchte, kaufe ich immer Lakritz. Also Anne, wenn ich mal zu dir komme, dann nehme ich dir 3 Kilo Lakritz mit oder so. Mhm. Die kann man am besten in Holland kaufen. In Holland? Ich werde jetzt nicht nach Holland fahren, dann zurück nach Köln, wenn ich zu dir komme. Das ist ein bisschen... Wollte ich nur Bescheid sagen. Ja, dann müssen wir mal rüberfahren. Was ist der Unterschied in Holland? Ja. Da gibt es bessere. Okay. Geh mal weg von mir. Aber Holland ist ja von uns aus ein halbes Stündchen oder so, ne? Naja. Da fahren die ja mal alle hin kiffen. Ja. Wo ist denn der Toad? Du musst fleißig Fußspuren von dem sammeln, ne? Ja, ja. Ich muss mal schauen, dass ich hier ein bisschen aus der Reichweite bin. Ich bin vergiftet. Ich habe jetzt Ziyako-Spuren, die hört's mir halt gar nichts. Also da oben ja Fußspuren. Na, das ist ein Paloma. Na, Knochenhaufen. Nehmen wir mal den. Töte oder fange? Fang. Hast du was dabei? Nö. Gut, ich ahne. Ich hab Beruhigungsbomben dabei. Hab ich auch. Aber ich glaube, der ist noch nicht so weit. Ne, viel fehlt nämlich, aber die Frage müssen wir uns natürlich trotzdem mal stellen. Ja. Komm her. Also doch ausweiten. Sehr schön. So. Ich muss mal gleich dran denken, meinen Banditenmantel wieder mitzunehmen. Ja, den habe ich auch nicht dabei. Ich habe noch die Ausrüstung vom, ja, vom Säureklavenus. Ich hab vorhin. Alter! Ja, lass mich doch mal hier aus der Ecke, du Spasti! Ja, mich lässt er ja auch nicht raus. Ah, scheiß viel. Ach komm! Warte, ich. Ah, okay. Ah, ich muss die Waffen mal schärfen. Jo, Vater, gut Appetit. Mein guter Weltbester Dieter. Nehmt euch halt ein Zimmer. Bloß denn, da muss ich irgendwann zum Andi noch Baba sagen. Baba, ja. Der Babes. Der Babes. Ey. Erstmal Waffe schärfen. Machen wir die kleinen nieder, ne? Was zu tun hat. Ach, die sind ja auch noch da. Naja. Tschüss, ihr Trottel. Komm. Hä? Auf geht's. Andi reitet mal wieder wild durch die Gegend. Story of his life. Und ich habe nur Salz-Kaffee. Das ist voll gut, wenn du mit dem Vieh reitest, bringt er dich direkt zum Monster, dann kannst du einfach Dreieck drücken und bist auf dem Monster drauf. Ich wollte nur sagen, ne? Du gehst jetzt gleich auf den Schwanz, der Kopf ist meiner. Ja, ja. Dann kannst du den Schwanz abschneiden. Dass du wieder Schwanz looten kannst.
Und dann ist der eigentlich? Oben. Okay, ich habe so zwei von den Kleinen hier und dann... Ich glaube, jetzt ist er bald. Ja, er humpelt. Er fliegt weg. Er ist ein Totgeweihter. Hier ist eine Ratian-Spur. Moment, ich muss schauen. Ach, das ist da. Das ist ja ewig weit weg. Put. Der ist jetzt ja ganz oben, kann das sein? Ja. Total. Wenn du mich markierst, kommst du direkt zu einer Ratian-Spur. Ja. Kann ich ihn markieren? Einfach X. Einfach R3. Ja. R3, ne? Ich habe X gedrückt, genau. Der Florian, hallo. Hier, hallo! Koko. Kommst du nach Paul oder nicht? Ja, bin noch schon auf dem Weg. Ich verprügel so lange mal hier das Zizia Koko. Mach das. Paul, bist du jetzt zu dem Viehgelauf schon? Ich lauf gerade hoch. Warum? Auch nur so. Ich bin aber nicht bei dem Vieh, ne? Ich bin hinterhergelaufen. Ich nicht. Da ist er doch. Seid ihr jetzt beide bei dem Vieh? Ja. Ja, dann komm ich. Bevor da was schief geht. Ach komm, fick dich. Aber so gut, dass du kommst, bevor was schief geht. Ja, ich hab hier das Zizia Koko am Arsch. Ach, das ist. Ich muss jetzt erstmal kurz killen. Ja. Ja, ich war schon fast hochgeklettert und hat er mich von oben runter geblitzt. Aua. Okay, ist nach unten abgehauen. Jo, ist unten. Ja. Jawohl, jetzt kommt noch ein Odogaron dazu. Ein Erdogan. Ja, sehr gut. Pass auf, Paul, er kommt wieder hoch. Ja, ich bin gerade runtergesprungen. So, wer schneller. Er kommt wieder runter. Ja, was jetzt? Alter, jetzt kommt er wieder hoch. Ja. Ach, in der Zeit, bis der wieder ohne ist. Nein, geh nicht auf mich, geh nicht auf mich. Bist du jetzt Ovo oder was? Ja. Wieso bist du Ovo? Weil der gerade hochgegangen ist. Ey, wieso gehst du hinterher? Ich bin doch erst hochgegangen und dann ist er runter. Wieder hoch. Wo seid ihr denn? Jetzt ist er wieder runter. Ah, leck mich doch am Arsch, du Scheißvieh. Jetzt kommt er wieder hoch. Bevor das mit euch beiden in die Hose geht, komme ich mal besser zu euch. Paul, geh die Ebene höher und spring aufs Vieh drauf. Ja. Toll! Ah, Paul. Ja, ich wollte hoch und dann... Ist er böse zu mir. Das ist aber auch unfair, weil wir haben halt echt brutale Ausrüstung. Das stimmt. Aber das ist wirklich, wie gesagt, ich bin immer noch fassungslos, dass das so Unterschied macht.
Du, ich habe, wie gesagt, ich habe heute die schwerste Monster Hunter World Quest gemacht. Ne? Also die, wenn du Jägerin 100 wirst, Jäger kriegst du noch eine Quest. Ja. Ja, ganz easy. Wir kommen jetzt zu euch hin, ich bin viel zu weit weg. Du läufst irgendwo unter uns. Stimmt, ich sehe es nicht auf der Karte, doch. Hast du jetzt genug Spuren gefunden? Bisschen was habe ich gefunden, aber ich glaube noch nicht alles. Wollten wir das Vieh nicht eigentlich fangen? Ja, aber keiner von uns hat ja was zum Fangen. Ach so. Ach, das ist doch. Yeah. Das war ja die Problematik. Ich muss aber mal Ausrüstung ändern. Ich habe es nicht angepasst. Ja, ich auch nicht. Ich muss wieder meine Rüstung, die ich für Paul habe, anziehen. Da habe ich nämlich das so, dass ich, sobald ich ein Getränk nehme, haben alle in meinem Umkreis die gleiche Wirkung von dem Getränk. Oh, cool, Alkohol. Mhm. Ich werde besoffen, alle anderen auch. So wie das sein muss. Ich habe nichts getrunken, Officer. Das war alles Shandy. Herr Otzefer. Herr Otzefer. Herr Potzilei. Mhm. Untersuchung abgeschlossen, okay. Sehr schön. Ich war ja Lebensretter, okay. Ja, gut. Yay, hilfreicher Jäger, Trophäe freigeschaltet. Mhm. Ach, das sind Flo, zehn Leuten geholfen. Gehört, nein, Joker zehnmal dem so gleichen. Flo? Ja. Ich habe gehört, dass der Joker-Film sehr, sehr, sehr düster sein soll. Ja, habe ich auch schon gehört. Geil, ich freue mich schon so drauf. Ich mich auch. Ich bin mal gespannt, ob der genauso depressiv macht wie der Fox. Wie ist denn der Foxcatcher-Film? Fox, was? Foxcatcher. Das ist eine Story um eine Ringermannschaft aus den USA oder Nationalmannschaft. Denkst du so, oh, Sportfilm, ein bisschen Drama, okay. Nix da. Wenn du den Film gesehen hast, fühlst du dich erstmal depressiv für mehrere Stunden. Weil der halt so eine Stimmung verbreitet. Übrigens, die ersten drei Folgen Skylines habe ich jetzt auch gesehen. Sehr, ja, sehr geil. Ja. Irene hat mitgeguckt und findet es auch sehr geil. Ja. Ist auch eine geile Serie. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Flamme meines Herzens kocht auf höchster Stufe. Beschützen wir Seliana, Partner. Dann hast du jetzt noch drei Folgen vor dir, Andi. Und dann ist vorbei. Und nächstes Jahr im Herbst geht's dann weiter, ne? Ich hoffe es. Und haben sie es schon angekündigt. Ja, haben sie angekündigt. Geil. Ja, aber es ist krass. Also du hast teilweise, ne, ist es so, du, da siehst du eine deutsche Serie, denkst dir, ach nö. Und dann guckst du rein, das ist echt krass. Mhm. Ja, inzwischen haben die deutschen Serien schon auch gute Qualität abgegeben, musst du ehrlich sagen. Ja, und vor allen Dingen auch gute Schauspieler. Nicht immer dieselben. Kein Til Schweiger-Niveau, weißt du? Genau. Ja, genau. Entschuldigung. Das ist so eine allergische Reaktion, wo ich habe. Schweigeritis. Das ist eine ernste Sache. Schweigeritis. Das ist fast so schlimm wie Tilla Röhl. Tilla. Kombination, das ist halt ganz gefährlich. So, Paolo, was musst du machen? Sehe ich gleich, ich muss jetzt mal mein Inventar ein bisschen leer machen. Was hier noch geht. Servus, Crazy. Hi, Crazy. Huhu, Crazy. Ja, der Prokratis ist auch am Start, Crazy. Nein, das stimmt gar nicht. Ich bin gar nicht der Prokratis. Ich bin der Lautschmar. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist der Lautschmar. Das wäre
Also da würde jeder die Lüge spätestens dann bemerken, sobald du das erste Mal überhaupt was triffst. Also, das ist unglaubwürdig, Andi, es tut mir leid. Na, verdammt. So, was haben wir denn? Optionale Quest. Spezialarena Anjanat? Nee, du machst mal die normalen Aufgaben. Ich kann nichts Normales mehr machen. Was dann, musst dann du denn machen? Dann musst du immer noch jagen. Musst du immer noch Spuren suchen. Was steht denn da? Oben rechts. Schau mal, warte mal kurz. Rede mit dem Chef Ökologen. Okay, ja, eben. Ah, gut. Alter, können die nicht zu mir kommen? Die wollen doch was von mir. Ich fahre auch nicht zu meinen Kunden und frage, brauchen sie ein Fahrrad? Wäre vielleicht mal eine Idee. Sondern die kommen zu mir. Hey. Brauchen sie ein Fahrrad? Ich habe zufälligerweise eins dabei. Das du musst den Bedarf abholen. Verstehst du? Nee, stalke Bedarf ihre abholen. Fahrräder. Du gibst ihn dann wieder und erhalt den 100 Euro Finderlohn. Wie geht's dir denn, Crazy? Na ja. Ich muss wahrscheinlich meinen Wecker ausgestellt haben. For you streamt schon wieder. Oh, Wecker ausstellen ist eine gute Idee. Hi, Crazy. Es ist aus, gut. Alle Alarme sind ausgeschaltet. Na, Crazy, es geht. Salziger Kaffee und mit den zwei Chaoten jagen. Pack halt Zucker rein, du. Nop. Also ich würde ihn halt einfach, vor allem würde ich ihn halt einfach wegschütten und mir einen neuen nehmen, ne? Na, er ist jetzt leer. Blumen. Inzwischen ist er leer. Ach, man kippt so Kaffee Dobby. Nicht weg. Laber nicht. Nicht mal schlechten Kaffee kippt man weg. So, ich trag dich mal ein bisschen spazieren, Flo. Rede mit dem Kommandanten. Oh, wie süß, Andi. Hey, Kommandant. Ja, weißt du, was Schlimmes, seit ich Skylands gesehen habe, Andi, höre ich jetzt auch einen Haftbefehl. Weil der das Titellied gemacht hat oder das Intro-Song. Echt? Ja, ja. Da spielt ja auch Nura mit, ne? Ja. Murat! Die haben mich auch Murat live gesehen. Murat macht mit. Beim Summer Jam. Und Azad spielt auch mit. Der hat mir mal aus seinem Tourbus raus zugewunken, als er in Augsburg war. Hm. Ist er gerade mit seinem Tourbus um die Ecke gefahren. Ich schaue halt so rein, ne? Weil da halt groß Azad drauf stand. Auf einmal sehe ich ihn halt so durch die verdunkelten Scheiben mich anwinken. Geil. Das ist cool. Wenn ich sage, hey, Azad hat mir zugewunken, nicht ich ihm. Ja. Jetzt müsste ich nur wissen, wer Azad ist. Den sieht man ganz kurz, wo er auf die Party kommt in der Serie. Der Typ mit Sonnenbrille. Okay. Ja, Azad halt. Community-Niere, Crazy. Community-Niere. Seine Lieblingsposition beim Fußball ist übrigens die Azad-Bank. Die Azad-Bank. Nimm Monster der alten, der neuen Welt an. Okay. Schauen wir, was das für eine Quest ist. Ist das eine Hauptaufgabe? Hauptaufgabe! Andi, aber er müsste schon eine hochgradige Rüstung irgendwie farmen. Also da müssten wir ihm schon helfen, weil spätestens bei den Drachenältesten kriegt er einen Arsch aufgerissen. Machen wir davor. Mit optionalen Quests. Ja. So. Weil sonst geht's nicht. Ja. Dann geht er nur K.O. Danach müssen wir das machen, weil dann kommt als nächstes der Nergi. Also nehmen wir mal eine spezielle Quest an. Mach ja, das. Monster der Neuen in der alten Welt. Genau. Ach ja. Tschüss, Crazy. Gute Besserung an dein Internet. Ciao. Tschö mit Ö. So. Azad ist übrigens der Typ, der bei Prison Break in der deutschen Version das Titellied gemacht hat. Ich hol dich da raus. Dann kommt Adel Tawil um die Ecke und macht irgendeinen Popsong-Scheiß. Der ist das. Kennst du noch die Vanilla Ninjas? Was für ein Ding? Die Vanilla Ninjas? Nee.
Mal so eine Girly Band. Gleich mal goggeln. Goggeln. Und der habe ich in Heidelberg kennengelernt. Während dem meines Studiums. Vanilla Ninja, Girl ja. Crew. Dumm wie Scheiße. Er schaut aus wie Avril Lavigne, wie Arme, die andere wie. Weiß ich nicht, und die andere, keine Ahnung. So. Den Radian Hüftring kann er sich holen. Der auf jeden Fall Gesundheitsbooster. Ich hätte gar nichts davon. Was kann man sich denn anhören hier? Nix, das ist alles schrecklich. Ich gebe mir jetzt mal Cool Vibes, das ist der coolste Name von dem, ja? Du. Ich ein bisschen vorspulen. Boah. Geil, oder? Zu wissen, dass es nicht geil ist. Geil. So gar kein Schmackes, so gar nichts. Haben wir Erdogan schon mit dir erledigt? Ja. Den hochrangigen? Nee, ne? Ich dachte, der kommt jetzt mit auf meine Reise. Wir kommen jetzt auf deine Reise und danach bauen wir dir mal kurz eine Rüstung. Ja, oder muss ich die jetzt mal alleine anfangen, weil der wieder eine blöde Zwischensequenz am Start ist? Ja, aber die ist direkt am Anfang. Die ist direkt am Anfang, ja. Ja, gut. Was müssen wir da eigentlich platt machen? Weiß ich auch nicht. Ist das nett, dass wir im Radjahren? Stand nur, nimm das und das auf, aber keine Ahnung, was. Musst du ins Korallenhochland? Ja. Dann ist es der rosa Radjan. Ach, jetzt wieder. Ja. Toll. Ich nehme aber diesmal. Ich habe alles dabei zum Fangen. Schwert. Ach, hast du dabei zum Fangen? Ja. Gut. Juhu, Zwischensequenz. Leute, ihr könnt auch auf den Dingern reiten, ne? Ihr müsst nicht unbedingt das hier mal Seil festhalten. Ich habe sogar einen Sattel oben drauf. Paul, es geht dann direkt los, nur dass du Bescheid weißt. Also kannst du entweder abbrechen und die Quest dann bekannt machen oder dich in Sicherheit bringen und ein Notrufleuchtzeichen abfeuern. Ich glaube, ich bringe mich in Sicherheit. Ich glaube, es geht schneller. Gut, ich muss noch die Rüstung ändern, schnell. Oh, großes Viech. Ganz großes Viech. Ich hänge hier so ab, ne? Nein, du hast mich nicht gesehen. Let's get Brexit done on October the 3rd. Gut, da habe ich vollen Wirkbereich drauf. Ich renne. Ich komm zu dir. Komme. Ah, kommst schon, okay. Ja. Übrigens fühle ich mich sehr schlecht. Warum? Weil ich vorhin festgestellt habe, dass ich jetzt die 300 Stunden Monster Hunter voll habe. Ich habe jetzt gerade mal die 17 Stunden voll gemacht. Vorhin mal nachgeschaut. Bei mir sind es circa 130. Nope. Lass mich in Ruhe! Ich hab dir nichts getan. Nichts Wirksames. Moment, bei dir sind es 130. Ja. Plus die ganzen Stunden von der Xbox. Ja, aber ich musste wieder komplett von vorne anfangen. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Aber auf der Xbox hattest du bestimmt auch 60 Stunden oder so. Ja, so 60, 70 dürften es sein. Aber die zählen ja nicht. Aua. Ja, toll. Tot? Ja. Yeah. Weil ich keine Ausdauer mehr hatte vor lauter Abhauen. Ja, wir müssen dir was mit, dass du nicht so viel Ausdauer verbrauchst, weil du spielst ja Doppelklin. Ich habe gerade mal geguckt. Auf jeden Fall müssen wir Odo Garon legen, weil der hat für Paul die Schaste passende Florian. Hüfte. Ich bin hinter dir. Ach so, Paul! Ich will mitmachen! Nein! Fuck, ich muss nochmal hoch, ich hab was vergessen.
Ich habe meinen Schlüpper vergessen, richtig rum anzuziehen. Jetzt zwickt's beim Job. Ich habe vergessen, den Schlüpper auszuziehen. Oh, das nervt. Wenn ich meinen Schlüpper ausziehe, Flo, dann ist das Spiel nicht mehr jugendfrei. Du hast nur so einen schwarzen, dünnen Strich. Ich habe ihn eben schon gesehen. Ich weiß. Dein Charakter trägt einen String. Muss ich lang? Ah, ich habe einen Banditenmantel schon. Ach, das ist das Gute. Ach, den habe ich jetzt vergessen. Banditenmantel anzuziehen. Den habe ich vergessen anzuziehen. Das ist das Gute, wenn man sich Sets speichert. Ich habe extra mein Paul-Set. Paul-Set? Ja, Ausrüstungsset, wo ich dann halt alles so angepasst habe. Das heißt bestimmt zum Hauptnamen Sets für Noobs, in Klammern Paul. Nee, einfach nur Paul-Set. Muss ein Knochenhaufen? Gib mir den Knochenhaufen. Da ist der Knochenhaufen. Knochenhaufen, 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 yeah. Knochenhaufen, 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 Knochenhaufen. Arschkratzer. Nein, Knochenhaufen. Oh. Das ist sehr lustig hier übrigens. Ein Radianer schlägt einen Legianer. Ein Radian schlägt einen Legianer. Schlagt euch. Ich sehe Paul. Ja, das ist direkt hinter mir, das Andi. Oh, Paul, der hat dich ausgekackt. Schon wieder? Ja, nein, ich mein's ernst, der hat gerade gekackt. Ich glaube, ich sehe da noch so einen Rest von deinem Schlüppi hängen. Ach, deswegen ist so zugig unten rum, okay. This explains everything. Andi gibt wieder an mit seinem Kletterhaken. Nee, den kannst du auch benutzen. Ich weiß. Ich will auch Ausdauer sparen. Oh, da geht's ab. Legiana, alte Kerl. Ich reite den ganzen Tag. Ja, eher so viel Spaß daran. Ach, diese Eisscheiße wieder hier. Gut, ich kümmere mich erstmal hier um das Eisvieh, dass es abhaut, ne? Ja, ich kümmere mich um den Schwanz vom Radion. Gut. Ich kümmere mich darum, dass ich alles sehe, aber nicht in Gefahr gerate. Du kümmerst dich ums Überleben, richtig? Ja. Du guckst, dass das Essen warm ist, wenn wir heimkommen. Bis wir dir gleich eine anständige Rüstung besorgt haben, weil danach wird's nicht mehr witzig. Ja. Danach kommen die Drachenältesten, das ist nochmal fünf Stufen schlimmer. Schon heftig, oder? Von Gegnern, die einigermaßen machbar sind, zu hin. Ja, wir treffen dich zweimal tot. Ja, genau. Schön wäre, wir treffen dich zweimal. Ja, danach kommen die Gegner, wo du One-Hit bist. Ziemlich. Also je nachdem, wie lange es hier noch geht mit euch, ne, ich hätte noch einen Leberkäse, den könnte ich mir in den Ofen hauen. 2 Stunden fertig. Eigentlich ist der für morgen gedacht. Boah, geil, Leberkäse. So ein richtig geil, frisch aufgebackener Leberkäse, ey. Boah. Dazu noch schön Senf, mehr brauche ich nicht. Ja, süßer Senf. Mmh, perfekt. Scharfer Senf. Nee, süßer, auf jeden Fall. Ja, du scheiß Legianer. Oh, Schwanz ist ab. Nicht wieder. Sagen wir es nicht wieder. Nein, das ist noch Ketchup da. Ist alles in Ordnung, Andi. Ja? So lang was? Solange man nicht ein Leberkäse mit Ketchup isst, so wie der Flo oder meine Frau, ist alles in Ordnung. Boah. Meine Frau, aufgewachsen am Starnberger See. Ich esse Leberkäse auch mit Ketchup. Was stimmt denn nicht mit der? Weiß ich nicht. Und jetzt sag ich als Berliner, ja? Das stimmt nicht mit dir. Ich als Ossi, hey. Denn ich hab mich erfolgreich integriert. Aber Bananen hast du schon gesehen, oder? Ja, das sind diese grünen Dinger, ne? Ja, die Runde mit den 3 Löchern. Ach, Käse, ja. Oh, Eis, ich geh mal weg. Himbeer, Paul, Flo, Himbeer. Nicht so nah bei mir kämpfen, was soll das? Die sind nix gut. Ja, komm, Piss dich, du Kack! Fick! Viech! Drecksfotze! Nicht schon wieder, Flo. Doch, wir dürfen es sagen. Das hatte ich gesagt. Wir dürfen es sagen, es ist vom Gericht her erlaubt. Was? Worden. Drecksfotze. Ist der schon des Todes geweiht? Nee, ne? Nee. Also der eine haut gerade ab. Beide. Tschüss! Ab.
Beide hauen ab. Weggeflogen, der andere ist. Ja, sind jede Menge Legianerspuren, die kannst du alle einsammeln. Ja, schon mal. Okay, jetzt hauen beide ab. Material. Torkel. Mein Stein, toll. Ein Stein. Mein Stein ist aber schöner, den ich gefunden habe. Egal, meiner ist steiniger. Guck mal, die machen da unten weiter. Ich will mitmachen! Aua! Ich warte mal, bis sie ungefähr unter mir sind. Blöde Katzenviecher oder was ihr immer ihr seid. Ja, die sind echt nervig. Arschbombe! Arschbombe, 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 Arschbombe. Ja klar, was hast du mich getroffen? Du wurdest jetzt nicht von den Katzen getötet, oder? Doch. Das sind Alter, auch schon was ist los, meine Defense? Ja, die Katzen sind echt nervig. Vor allem, wenn sie mit Sprengbomben, mit Sprengkapseln oder was das ist. Mit Molotovs werfen die. Ja, der eine hat mich jetzt vergiftet, aber ich dachte, ich halte es vielleicht noch aus und zack, tot. Ich wollte nur in Ruhe Fußspuren aufnehmen, nachdem ich euch getötet habe. Und dann seid ihr so unkollegiale Muschis. Ich brauche unbedingt eine bessere Rüstung, ich merk's. Ja, ja, besorgen wir dir danach. Oh ja, besorgt mir. Was? Ja, halt die Backen. Rein hier und. Ja, das sagst du später zu ihm auch. Schlimmer als eine Frau, wenn sie ihre Tage hat, wirklich. Ach ja, Andi, hast du eigentlich schon How to Sell Trucks? Hast du? Nee. Auch, kannst du auch sehr geil. Auch eine gut, sehr, sehr gute deutsche Serie. Die deutschen Serien sind alle bis auf Dark eigentlich ziemlich gut auf Netflix. Dark ist mir ein bisschen zu verwirrend. Habe ich aber jetzt von mehreren schon gehört. Also ich deswegen hat Staffel auch Irene gesagt, das ist nichts für dich. Ja, die erste Staffel, die war noch in Ordnung, aber wenn du so wie ich die erste Staffel, die zweite Staffel ein Jahr später erst wieder siehst, dann kommst du halt gar nicht mehr mit. Ich habe es, glaube bis zur Hälfte von der zweiten Staffel probiert und dann, nee. Ich bin raus. Dann wurde es auch immer verwirrender. Die Zeitlinie und der ist der und der ist doch wieder nicht der, weil der dann der ist. So ein Quatsch. Das ist ziemlich verwirrend. Sowas hasse ich halt, wenn es so 5000 Zeitebenen irgendwie gibt. Ah, geh weg! Don't do anything to you. Achtung, er spuckt Feuer. Ja, ist James. Let Paul pass for the Überleben. Let Paul pass for the Überleben. Ach, ihr seid bei dem anderen Vieh. Ich bin hier noch bei Legiane. Ich bin halt dahin gerannt, weil meine Käfer mich dahin gezogen haben. Na, dann komme ich mal zu euch, bevor ihr jetzt noch weiter sterbt. Schade, dass von uns keiner hier Max heißt, sonst würde ich jetzt ein Liedchen anstimmen. Was? Pass auf, Paul, geh doch mal aus der Reichweite! Ja, will ich doch! Hi, Mika! Das sehe ich ja nix! Ihr macht einfach ohne mich weiter! So. So, Legiana ist weg. Jawohl! Hi, Mika! Juhu, Mika! So. Oh, da kommt noch so ein großer Vierbeiner. Vierbeiner? Oh, scheiße. Ja. Odogaren. Weiß es nicht. Ja. Den kann man auch noch killen, weil von dem brauchst du die Rüstung. Ein Rüstungsteil zumindest. Naja, ich muss meine Waffe mal langsam. Ich habe meinen Banditenmantel übrigens an, also hier liegen jetzt überall. Durch. Ja, dann machen wir schnell den Odogaren mal ein bisschen, weil ich habe noch einen Banditenmantel. Ich muss nur kurz die Waffe schärfen. Na komm her. Ach, du musst aufpassen, der macht Blutungsschaden. Ich weiß. Hallo. Na komm her. Bastardvieh. Oh, 120 Schaden reingedrückt. Ha! So, ich muss mal kurz schärfen, weil ich bin schon bei grün. Ja. Ich hab nur grün. Jo, Mika. Bin bereit.
Worauf? Wofür? Ah ja, am Wochenende, am Samstag bin ich bei Mika im Stream bei Monster Hunter. Geht er uns einfach fremd? Ja. Schon. Da bin ich dir jahrelang treu und dann kommt sowas nach dem Motto selber. Ich hab noch nie fremd gestreamt. Er ist gelähmt. Dauernd. Tja, mich mag man halt, Paul. Naja. Nur weil du die Leute bezahlst. Das ist Mitleid. Ja. Andi, was du meinst du, warum du hier bist, Andi? Hm? Warum? Ja, weil der Andi der Weltbeste ist. Richtig. Er ist doch auch, wie hast du es bei Lautschik gesagt? Ha? Bester, Weltbester Tekken-Spieler oder irgendwie? Ja, Weltbester Tekken-Spieler. Oder Meisterspieler, irgendwas hast du. Meister, Tekken-Meister. Ja. Ich bin der Tekken-Meister von Zock am Ding. Ja. Nein! Doch. Sind jetzt alle so stark oder was, die Viecher? Ja, alle. Das sind alles Highland-Viecher. Also auch die kleinen Viecher sind schon stärker. Quest, bin ich jetzt dreimal gestorben? Was? Ja. Mhm. Wann? Ah, Yoda. Bevor wir gekommen sind und dann zweimal, nachdem wir da waren. Echt? Ja. Ach komm. Okay, ich halte mich jetzt komplett raus, weil hier gar nichts geht. Ich glaube, wir besorgen ihm erst die Rüstung, oder? Ja. Ja. Yoda, wie geht es dir? Mir geht es gut, denn ich habe kein Bier, leider. Dann kannst du auch nicht gut gehen. Ich habe auch Bier gekauft, weil ich dachte, ne, ich kann mich jetzt nicht zulösen. Wobei der Jim Beam Honey sehr, sehr, sehr attraktiv im Regal stand. Oh, lecker. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Flamme meines Herzens kocht auf höchster Stufe. Oh, danke, Andi. Dem Andi sei ein Troller. Ich muss ja, ich habe ja heute auf einmal irgendwie eine E-Mail gekriegt, dass Flo mir irgendein Spiel geschickt hat. Das lasse ich ja so nicht auf mich sitzen. Ne? Außerdem will ich wieder das kleine Geschenk vor meinem Namen haben. Das sieht schön aus. Gerne, Yoda. Wenn er nicht schon das Münzsymbol vom Thomas hat, ne? Richtig, genau. Ja, nee, spend doch einfach mal einen Fuffi. Hä? Bist du hier erstmal für lange, lange Zeit der größte Ficker, was Spenden angeht bei uns. Die nächsten Jahre. Ja, sehr viel. Hallo Data. Servus Matthias. So. So, was machen wir denn, dass ich hier... Ich mach was bekannt. Wir machen jetzt erstmal Odo Garen. Und ich muss mich wieder komplett raushalten. Was für einen Jägerrang hast du, Paul? 12. 12, das wirst du wissen. 12, damit du es weißt. Bitch. Oh, jetzt noch Cashews geröstet und gesalzen. Wie hast du erst verdient, wenn du was erjagt hast? Ich habe vorhin so kleine Viecher niedergemacht. Mehr ging nicht. Die sind ja fast so stark wie normale Monster. Ja, die sind auch schon stärker geworden. Das ist, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad, also blau, orange oder Meisterrang halt, Gold, das ist für alles, was da rumläuft. Ja. Sogar die Borkenkäfer sind hart. Denn der Borkenkäfer bedroht den deutschen Wald. Nee, wir müssen die machen, die der Paul gerade hatte, weil danach ist er Jägerrang 13 und dann können wir ihm eine Rüstung bauen. Okay. Also soll ich die Quest dann bekannt machen? Ja. Jo. Gehört. Na gut, ist auch Stufe 7 und orange. Ja, das ist, heißt High Rank. Ja, super. Kann ich nicht eine blaue Mission haben? Ich meine, das habe ich alles noch alleine geschafft. Du wirst die hochrangigen Missionen vermissen, im ersten Meisterrang schon. Glaub's mir. Nee, sobald er wird hochrangig vermissen, hochrangige Monster vermissen, sobald die gehärtet sind. Toll. Das ist der Grund, liebe Leute, warum ich nicht alleine Monster Hunter spiele.
Der Paul ist jetzt gerade in die hochrangige Mission gekommen und jagt jetzt seinen ersten rosa Radjan. Eigentlich hätte man schon gejagt, aber ja. Das war ja nur optional. Jetzt geht's mal ernst zur Sache. So. Also ich bin bereit, bereit. Du bist bereit, sehr gut. Mhm. Nur von Red Bull Organic Simply Cola. Das ist Paul, der ist nice. Na, der ist böse. Der rosa Radian. Mhm. Der ist noch ganz okay. Ja. Für euch, ja. Ich habe heute so ein Vieh gejagt. Das ist, also in Iceborne werden die Viecher noch übler, weil die fangen an und haben auf einmal zwei Elementsachen. Da gibt es jetzt ein Vieh, das sprüht Wasser rum, dann stehst du in der Pfütze und dann fängt es an zu blitzen. Und du kriegst überall einen Elektroschlag, wo es nass ist. Und da gibt's heute habe ich ein Vieh gejagt, das spuckt Feuer auf dich und du denkst dir, ah ja, okay, Feuer, alles klar. Und auf einmal fliegt es auf dich zu und vergiftet dich. Und dann Gift der Stufe 3, also du siehst dein Leben nur so runtertackern. Echt pervers. Das stimmt, das könnte ich ja. Gute Idee, Joda. Ich könnte eigentlich so herumstrawanzeln und einfach mal Knochen und Sachen farmen. Nee, der jagt die Monster, um Monster hart Knochen zu kriegen. Die kriegst du ja, trotzdem Monster. Könnte ich so Sachen farmen. Ja, aber der Paul könnte jetzt rumlaufen und einfach so ein paar Knochen und sowas einsammeln. Habe ich mehr davon, als wenn ich da jetzt 5 Minuten zuschaue. Wenn ich drauf gehe. So. Arschbombe! Ich will was zu essen. So, ich brauche unbedingt irgendwas für meine Schleuder, weil dann lasse ich ihn gleich erstmal gegen die Wand laufen. Gibt es hier irgendwo? Ah, hier. Okay, wunderbar. Rotkehl. Wo ist er denn? Ah. Na, wieder so. Ganz oben. Wir können nur das eine Lager nehmen. So. Hui! Aua! Hallo, ihr Rehe. Was? Hallo, ihr Rehe. Achso, ich habe Irene verstanden. Hab ich gesagt, was? Ja. Übrigens, ne? Irene kommt letztens zu mir. Ich glaube, letzten Sonntag war das und sagt, es ist was ganz Verrücktes passiert. Sag ich, was ist los? Meinst du, ich habe gerade Pause bei meiner Serie gemacht und hab mal so geguckt, was auf YouTube los ist. Und dann habe ich hier von Paul, von For You, von Paul Link gesehen, Zelda gesehen und hab mir ein ganzes Gameplay angeguckt. Wow. Das ist ja voll süß. Alter. Tja. Paul, jetzt bin ich eifersüchtig. Tja, mit russischen Frauen, das kann ich. So, einmal bin ich in einem mehr oder weniger Russenviertel aufgewachsen. Also, trotzdem kann ich kein Wort Russisch so wirklich. Da. Privet. Ich kann nur da und so reden, mal mehr. Ich habe nicht verstanden. Aber tatsächlich ist als deutscher Mann in Russland, hast es echt gut. Ja, meinem Onkel ging es da gut. Der war der Einzige bei der Firma Kopf, der Russisch konnte. Hm? Der hat echt gut verdient, du. Ja, der hat echt halb Osteuropa alleine gemacht. Und Russland. Als Vertreter. Und tschüss, du Trottel! Flo, spricht der mit dir? Nee, ich hab gerade das Monster gegen die Wand geschickt. Achso. Luda, woher weißt du, was ich hier finde und was nicht? Wo ist das zweite Lager überhaupt hier? Oben, ganz, ganz oben. Das habe ich doch schon mal freigeschaltet. Nee, du musst dann in die Ressourcenzentrale und die Ressourcen. Da kommt dann eine Lieferanfrage, was du denen lieferst, was du denen bringen musst. Ach so. Ja, mache ich mal alleine irgendwann. Komm her. Ja, Spacko! Need Erz. Kann das was?
Raffinit-Erz. Auch so viele Förderplätze. Ich sehe euch da kämpfen da unten. Schön. Also hier bin ich hoffentlich sicher. Das würde ich jetzt so nicht sagen, Paul. Ach, shit. Nicht gesehen. Sicherheit ist nur wieder gelähmt. Ja, vor allem nur in dem Spiel. Was? Au! Wird mal Zeit, meine Klinge ist fast aus dem grünen Bereich raus. So, schärfen. Yoda, was an Forschungspunkten auch hilft, ist das Fangnetz auszurüsten und die ganzen kleinen Viecher fangen, die überall rumrennen. Das gibt auch sau viel Forschungspunkte. So, komm. Mein Kleiner, bring mich zum Monster. Bring mich zum Shutter. Und natürlich fleißig alle Spuren sammeln etc. Oh, wir brauchen das Teil. Das ist eine Spur. Ja, damit. Stimmt, ich komme jetzt zu dem einen Kampfplatz gerade eben. Sehr gut. So, ich kann sammeln ein paar Spürchen. Meinst du mit seltenen Tiere, die wo eine Trophäe bringen, Yoda? Ja, die bringen auch super viel. Ja, fragt, wie viel seltene Tiere wir eigentlich haben. Fünf. Achso, wir? Ich hab drei. Ja, bei mir sind es jetzt, ich hatte eben ein viertes. Also die, die eine Trophäe geben, ja, ne? Ja, da hab ich jetzt eben ein viertes. Knochenhaufen. Aber wenn ich ehrlich bin, hat mich das auch nie so richtig interessiert. Weil ich bin kein Trophäen-Junkie-Sammler, schieß mich tot. Ja. Ah, das seid ihr ja. Ja, ich hab den Banditenmantel an, ne? Kannst gleich hier fleißig sammeln. Ja, wenn's tot ist. Oh oh. Gefällige Musik. Weißt, ich komm da einfach bloß um die Ecke. Den töte ich, nicht die zwei, die mich dauernd ver... Nein, nein! Der ist unsympathisch. Der hat so einen Blick drauf. Doch, man merkt die halt noch deutlich mehr aus als die davor. Ach, er hat einen Totenkopf über sich. So, du kannst ihn einsammeln.
Du kannst ja alles einsammeln. Ja, ja, ich gehe das Vieh fangen. Okay. Oh, voll auf den Stein gefallen. Ah, ja, ja. Pass aber auf, wenn eine Katze kommt. Da liegt der Haufen Zeug rum. Schleuderbombe, Schleuderbombe. Wo ist er denn? Komm, mein kleines Schamus. Bring mich dahin. Take me to the candy shop. I show what I got. Da, 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 da. Diese Idee habe ich sogar irgendwo hier rumliegen. Es gibt irgendwie eine Trophäe, wenn du 50 Kilometer mit dem Reittier geflogen. Oh. Okay. Glaube ich, oder so und so viel auf jeden Fall. Ich glaube, ich schmeiß gleich die 50 Cent CD in den Computer rein. Take me to the candy shop. To the candy shop. Let me show what I got. Da, 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 da. Es kommen die kleinen Mistviecher hier hinterher. Lass mich doch in Ruhe. Ja, Schapolas oder wie auch immer er heißt. Ach ja, Flo, hast du schon gehört? Schon da, Paul. Was? In Pokémon Schwert und Schild zu als 18 Arena. Bist du soweit, Paul? Ich glaube gerade. Hast du alles eingesammelt? Ja, ich muss gerade bloß mein Käferchen noch folgen. Hast du alles eingesammelt? Okay. Ja, soweit schon. Gut. Ich kletter jetzt noch eine Ranke hoch. Ja, mega, nur zu dritt. So, gefangen. Mika, du kannst gerne dazukommen. Das müssen wir sofort dem Kommandanten melden. Wir haben ein Rosia-Ratio angefangen. Nichts dagegen, also wenn es euch nicht stört. Nö. Na gut, Mika, dann gerne. Wir sind doch nicht stört, ich hab's zwar vorgeschlagen, aber nicht. Wir sind den Paul am durchbringen. Hm. Er kannst mitmachen, wenn du willst. Wir müssen jetzt erstmal ihm eine High-Rank-Rüstung besorgen. So. Warte mal, ich kann ja die Mika, kann ich die doch, ich kann die ja zu unserer Discord-Sitzung einladen, oder? Ja. Wenn die Mika das will. Ja, ich lade sie dann gerade mal ins Spiel ein. Ich lade dich mal ein, Mika, ich bin. So. Hilfreicher Jäger! Ach, hast du jetzt auch bekommen. Ja. Hä, wieso kriegst du die jetzt erst? Du hast dem Paul doch schon mehr geholfen als ich. Na egal. Nichts genaues weiß man nicht. Drin? Vielleicht weil. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. weil du, glaube ich, wahrscheinlich auf Notrufzeichen hast du mal auf Notrufzeichen reagiert und sowas. Ja, aber die gibt es bei 10. Die, wenn du 10 gleich, also einem selben Spieler. Nee, nicht 10 demselben Spieler, sondern wenn du 10 als Meisterrang 10 Leuten geholfen hast, die unter Meisterrang sind. Ich habe über 20 gemacht und habe die Trophäe nicht gekriegt. Okay. Was ist denn das jetzt? Mika, ich schicke dir meine Freundschaftsanfrage. Somit kann ich dich zu unserem Chat einladen. Oder? Ach, ich bin auch gerade ein bisschen planlos. Was ist denn der Quatsch jetzt? Hä? Was ist los? Ich muss gerade gucken, wo ich es einlade. Warte mal. Andi, die Sitzung Hallo. Ist so von dir. Da kann ich ja gar keinen einladen. Nee. Ist ja deine private Sitzung. Doch, du kannst doch da einladen rein. Normalerweise ist da. Auf einen Freund einladen. Ach, warte mal. Start. Drück mal Start. Ja, das stimmt, das geht ja auch über das Menü, ja. Start. Ja, ich bin drin. Ach, ich lade immer über das andere Menü ein. Das war, ist mir gerade nicht angezeigt worden. Juhu! Bei mir ist die Mika ganz leise. Ja, bei mir auch. Ich höre sie ganz, ganz leise. Dann müsst ihr mich laden. Immer noch leise? Kann ich nicht laut. Benutzerlautstärke. So, soll es hoffentlich besser sein. Jetzt hast du sie abgedreht. Hab ich gar nicht. Einmal mit Profis. Ja, doch, da ist sie. Geht das? Ja. So. Hallo, Mika. Hallo. Juhu. Kannst du dich etwas lauter noch machen? Nee, ich hab keine
Ist schon. Dann muss ich das Spiel leiser machen. So, jetzt geht's auf die Fresse hier. Sind zu viert. Jetzt kriegen sie Saures, die Monster. Ja, weil Andi wirft mit seinem Gummibärchen. Flo. Was? Welchen Jägerrang, Meisterrang? Moment. Meisterrang 16, Jägerrang 63. Bist ja auch ein bisschen gewachsen, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen gewachsen. Ja, 300. Über 300, glaube ich, oder? 300? Ich bin 600. Alter, ach, dann habe ich mich ein bisschen vertan. Okay, dann kriegen die Monster jetzt aber richtig auf die... Flo, kannst du die Mika noch bei dir lauter machen? Ich hab's schon okay. Massiv lauter gedreht. Also wenn ich noch lauter mache, dann fliegt den Leuten... Ja, ich versuch's mal so. Mach das Spiel noch ein bisschen leiser. So, Mika, sag mal was. Hallo. Ja, ist jetzt eigentlich schon ist im besseren Bereich. Müsste besser sein. Ja. So, wir müssen jetzt den Paul auf jeden Fall mal... wir müssen jetzt einen Radoban killen. Rado. Dass der hier sich das Doba-Set machen kann. Zumindest mal die Brust und die Beine. Dann hat er schon 4 Angriffsboost. Mhm. Machst du die Quest und wir treten bei? Nee, du hast wahrscheinlich... Guck mal bei dir in der Ressourcenzentrale, ob du irgendwas hast für seinen Jägerrang. Weil ich habe heute glücklicherweise alle gelöscht. Ressourcenzentrale. Ja, Ressourcenzentrale, dann befristete Beutezüge. Da habe ich nur noch den Schneesturmlegioner. Nein, du kannst die aktivieren. Du meinst Untersuchung? Ja, genau. Ah, du hast die befristet. Das sagen die jetzt so laut. Ach so. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Ja. Andi, warum bist du jetzt so laut? Andi, ja, das ist, weil ich jetzt die Gesamtlautstärke hochdrehen musste. Ach so. Deswegen ist Andi so laut. Wieder leise machen. Du kannst ja einzelne Leute auch noch leiser machen. Ich kann euch alle auch hochstellen, aber ich höre euch perfekt. Wir könnten mal einen Lunastra jagen mit dem Paul. Wenn das schon geht. So, ich muss mir mal kurz Nicknacks holen. Ich bin gleich wieder. Ja, mach das. Dann stelle ich hier bei mir gerade die Untersuchungen ein. So, wo haben wir ihn denn? Schauen wir uns schon. Mika, wann geht's denn am Samstag los? Ich bin den ganzen Tag an. Also ich werde erst gegen Abend können, wie gesagt. Ich denke mal frühestens 19, spätestens 20 Uhr. Ja. Meister. Ja. Ich bin die ganze Zeit an, aber danach auch erstmal nicht mehr. Ich gehe auf Klassenfahrt. Ey, schön. Wird weggefahren. Fahrt ihr weg? Wir fahren nach Hamburg. Für eine Woche. Wir sind die einzige Klasse, die nach Hamburg fährt. Alle anderen fahren nach Berlin. Ja. Kommt jemand hoch? Mir ist langweilig hier oben, alleine. Dann komm ich mal hoch. Joda, ich kann ja nur das machen, was der Paul schon jagen kann. Das ist ja das. Ich kann ja nirgends anders mitmachen. Ich bin volles Ausschließi. Theoretisch kann ich meinen Stream jetzt ausmachen und deinen anmachen und dann sehe ich auch, was Joda schreibt. Mach doch einfach 2 Fenster auf. Nee, das ist scheiße, weil dann laggt mein Spiel komplett. Joda fährt nach England, wenn du noch reinkommst. Ha! Das ist ja dann bis dahin schon Ausland. Ja, nicht EU. Twitch, öffne dich. Danke. Achso, ich bin oben. Wo ist die Mika? Ich weiß nicht mehr, wie die Mika auf der PlayStation heißt. Mika. Da ist er ja. Gibt's doch nicht. Mit dem Fisch auf dem Rücken. Ja, Katze, Fass, Mittagessen. Pauline, oh, so möchte ich auch aussehen, wenn ich ein Mädchen wäre.
Wäre eine fischige Dämonenkatze. Ich kann... dazu brauche aber Drachenältester Knochen. Für die Rüstung. Naja. Ja, oder eine Rüstung ich halt. Ich habe nichts an Untersuchungen, weil die Meisterrang-Untersuchungen fast alle anderen verdrängt haben. Ich habe einfach nur geerdete Untersuchungen vom Meister. Von Okay, pass auf. Welcher Jägerrang bist du denn? 12, immer noch. Und immer noch 12? Bin ich 13 geworden? Ja, er muss noch irgendwie ja, 12. machen. Und dann reden oder so und dann ist er weiter. Dann kommt er zu einer Gigante. Ja, genau. Eine Gigante ist ja eigentlich 13. Ja, eine Gigante ist 13. Er hat jetzt noch eine Cutscene und muss dann Spuren sammeln und dann... Genau. Also meine Quest lautet auch momentan, begib dich zum Strom. Hm. Ja, dann mach das erstmal. Okay. Dann bist du nämlich 13, weil dann können wir nämlich Erdogan jagen gehen. Dann kannst du dir da auf jeden Fall mal Rüstung machen. Mika, servus. Ja, auch rum. So, wo ist der ewige Strom da? Komm. Ich werde es wahrscheinlich verkacken, aber... Hochrangig. Ich habe so Angst, wenn da jetzt hochrangig. Wie siehst denn du aus? Ist die Barriott drin? Barriott, ja, die gefällt mir einfach. Das ist auch gut. Sieht so aus wie so ein Power Ranger. Bist ja nur eifersüchtig. Ich kann coole Posen machen. Oh. Der feine Herr, ich kann Posen machen. So, hat verloren. Alte Kappe. Ja, hat er. Hat er es verkackt? Du bist mal, ich weiß, was jetzt schon im Chat steht. Revanche. Dick. Yoda nur zum Arm werden. Yoda, du hast historisch, das müssen wir klippen. Wieso historisch? Flo, ich hoffe, ein paar von meinen Ausrastern von Montag auf Dienstag bei Mario Kart sind im nächsten Best-of drin oder so. Ja, ja, sind ein paar Stück drin. Sehr gut. Unentschieden. Das sieht immer so gut aus. Oh Gott, ich habe die Mika getötet. Hallo Admiral, hallo nervige Tante. Warte mal, wo ist meine Geste? Wo ist meine Geste? Da ist sie. Was hat denn die Pauline da eigentlich an? Das ist von dem LED-Monster. Ah, okay. Gut, der Paul muss ja jetzt da erstmal überall rumlaufen. Dann können wir ja eigentlich eine Arena oder irgendwas machen. Ja. Wir können auch einfach Mist machen. Oder was machen wir denn? Ich war noch Devil Joe. Andi? Ja, hier. Hast du irgendeine Arena, die man gerade machen könnte? Schnell, solange der Paul jetzt... genug. Genug, was wollt ihr denn? Welche Meisterrang bist du denn? Ich bin 16. 16. Ja, also irgendeine Spezialarena, wenn es geht. Das geht am schnellsten. Ja. Azurne? Hört sich gut an. Ja, die haben wir auch noch nicht erledigt. Wird mal die Ausrüstung noch angepasst? Oh, da muss ich auch wieder die andere Rüstung nehmen, ne? Ich wechsle einfach nur die Waffe und die Juwelen und fertig ist. So. Was hat ein Ratter? Das hat. Na, ich habe ja aber die Ausrüstung, dass ich Paul durchziehe. Was spielt denn ihr? Monster Hunter World. Nee, welche Waffe? Ich bleib bei meiner. Deine ist die. Du hast sie? Morph-Axt, ne? Hm? Oder Energieklinge. Und du, Mika? Was spielst du? Energieklinge, Morph-Axt. So. Achso, na. Gut. Ich nehme Hammer. Oh Gott. Hammer und Giratodus. Beste Mischung. Hammer und was? Giratodus, der Fisch. Ah, okay. Ja, Betäubung 3. Nimmst du Lema 3 mit Hammer rein. Gute 20 Mal fällt er um in der Quest. Ja. Aber es ist, das ist wie beim
beim Groß, dem Jagras, Groß Jagras. Den habe ich in den Leitlanden gesehen, bin mit dem Hammer drauf und der ist gefühlt alle drei Schläge umgekippt. Was kann ich hier noch reinhauen? Oh, mein Schnellfutter. Was kann ich hier noch reinhauen? Habe ich das reinfällig? Abschlecken. Nee. Was hast du denn da eigentlich für eine Waffe? Valasak. Doch, Yoda. Erdogan ist das rote Vieh. Das, Blutungsschaden macht. Irgendeine Bezeichnung. Mhm. Tzatziki. Nee, nur für die, die man nicht aussprechen kann. Tzatziki. Genau, zum Beispiel. Und der Beetlejuice. So, das habe ich auch alles. Tränke. Heimat der Ältesten. Hallo. Da wäre ich auch so ganz schön akkurat drauf, so wie es bei den Ausschau. Ja, jetzt kommt gleich der Gigant um die Ecke. Ja, ja. Das geht schon gut los. Das erste, was gemacht wurde, erstmal voll gegen die Mauer gehauen. Das ist doch gut. Ja. Ach, ihr seid schon dabei? Ja. Aber gesagt, erstmal voll gegen die Mauer gehauen. Flo und Mika verhungern, riesige Dinosaurier, während Andi noch Kaffee trinkt. Nö, ich musste erstmal was essen und so. Was macht man eigentlich vorher? Ach, hatte ich vorhin vergessen. Oh, jetzt rennt er da so raus. Komm hier wieder hingerannt. Komm her, komm in die Mitte. Ja. Ich will einfach nicht. Komm her, ich bin viel nerviger. Bleib bei mir. Juhu, ich bin hier oben. Was, Flo, wieso ist eigentlich dein Spiel stumm? Was? Wahrscheinlich zu leise. Der hat es so leise gedreht, dass... Ich hab's runter, ja, hab's runtergedreht. Oh! Ah, kann ich verstehen, wenn Andi da wäre, würde ich auch erst auf den Andi gehen. Immer auf die größte Nervensäge. Halt die Backen! Hatalas, Hatalas, Hatalas. Oh. Warum haben wir die denn so viel? So abartig. Ey. Ist halt ein japanisches Spiel, ne? Oh. Ey, Rattalos. So. Ich werde hier gerade in Sachen reingezwungen, die ich nicht um. Ja, wenn du bei uns im Stream bist, bist du das doch schon gewohnt. Wow! Wow! Au! Kacke! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ich rette dich! Naja, oh, ich rette deinen noch warmen Körper. Ich war betäubt, vergiftet und hab gebrannt. Ja, wie am Wochenende, wenn ich mal bei dir bin. Genau. Du kannst dich schon mal drauf einstellen. Mhm. Mauter. Oh, sehr schön, da kann ich mal meine Klinge schärfen. So. Außerdem bin ich jetzt ganz nervös und verlegen. Warum? Weil wir weiblichen Besuch haben. Wenn du mich eben nicht auf den Hintern lassen willst. Und dann Hintern. So. Oh, Feuer heiß, Feuer heiß, Feuer heiß. Kommt immer in die Mitte, dann lasse ich mal die Felsen fallen. Du meinst die Felsenfalle, wo du die Felsen fallen lässt? Mhm.
Oh, gefrorener Fisch. Komm auf den Boden. Schockfalle, Felsen. Geblitzt. Das Amphi. Hat einfach alles abgekriegt. Ja, zu Recht. Weil es mich gerade gekillt hat. Alte gespaltene Dornen. Das sieht ja gar nicht unheimlich aus. Oh, oh. Das heißt, jetzt kommt dann der Gigante gleich um die Ecke. Ja, das hört schon. Oh, gut, Paul ist bestimmt ein guter Kauknochen. Mhm. Ja. Beeilt euch mal, dann könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich brauche Steine. Ich brauche Geld. Ich bin Elfo. Ich habe genug Geld. Wow. Warte, muss ich auch mal die zweite Staffel noch fertig anschauen? Ich muss erst Brooklyn Nine-Nine fertig gucken, bevor ich da anfange. Ja, da bin ich jetzt auch bei Folge bei 10 oder so. Bei Netflix. Und nochmal. Aber das mit der Halloween-Folge war doch klasse, oder Paul? Ha, ich bin bereits angezogen. Ha, und ich habe bereits Frühstück gemacht. Wo ist das Frühstück? In meinem Bauch. Ah! Nein, wer hat meine Eier? Wo sind meine Eier hin? Na, so bodenlos, ey, wenn du mit dem Hammer da zuschlägst und der letzte Schlag hat irgendwie knapp 500 Schaden. Nur. Aber 500 Schaden, davon träume ich nachts. Nee. Was? Hör dir noch ein bisschen. Wieso stehst du eigentlich noch auf? Das lohnt sich doch alles gar nicht mehr. Ey, ja, ich merk's. Flo, hörst du auf? Hab's gerade gesehen. Böser Flo. Aua. Bist mal ruhig, Feuerbär. Es fehlt noch das Hinterteil. Hihi, Hintern. Aua. Das ist böse. Wir haben einen Clip. Yay. Au. Oh, ich kann fliegen, ich kann fliegen. Aua, fallen. So, aufs Maul. Ja! Danke. Ah. Schwanz ist ab. Schwanzluten. Hinterteil. Ich mach so schöne Ticks. Bist du jetzt echt am Looten gewesen, Andi? Ich bin immer noch am Looten. Yoda, die hätte ich gerne, die Double Blades mit 500 Damage. Aua. Genau, das machen sie dann. Ich bin immer froh, wenn ein zweistelliger Betrag dran steht. Ja! Ne, vorhin war mal 20, ja? Habe ich dich aus Versehen in die Luft geschlagen? Ja. Ich auch. Hoppala. Monster weg und nicht zum Monster hin. Einfach mal die B-Taste spammen. Aber ich muss meine Klinge schärfen, die ist gelb. Oh, kommt kein Feuer mehr raus. Oh, Feuer alle. Mika legt's wieder. Sofort. Man muss die Chance ja nutzen. Ja. Ah. Ich hab gelbe Schärfe. Au! Ich bin
Schärfen. Juckt ihn einfach nicht mehr. Nee, der, die Meisterrangmonster haben eine Abklingzeit, was Blitzkapseln angeht. Ja, die werden irgendwann immun. Mhm. Hör doch mal auf zu fliegen, du Drecksvieh! Nee! Ich hab auch eine Axt, die kommt höher! Nee! Mehr. Es hat mich in der Kralle! Nicht in der Hand? Nee, das ist eine Kralle eindeutig. Okay. Und ich laufe hier sinnlos rum und. Ja! Ja! Ach, das, mir tut das viel ein bisschen leid. Ah, hoch. Warum? Jetzt guck mal, wie mitgenommen das aussieht. Ja! Das wollte ja auch nur friedlich seine Zeit verbringen, seine Kreise ziehen und dann kommen wir und zerlegen es einfach so. Mhm. Vielleicht sind ja die Bösen. Wir sind nicht böse. Augen auf, in welcher Arena man rumfliegt. Also ich will nichts sagen, aber die Arena Monster Tree war schon schöner. Ja, das stimmt allerdings. Die wirkte freundlicher und ein bisschen offener. Es gibt ja noch eine andere, die du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Nein, stimmt. Pass auf, die Mika will einen boxen. So, weg mit dir! Schade. Paul, wie alt bist du? Ich muss immer noch alle Monster in der Heimat der Ältesten. Boah, ich weiß halt nicht, wie das geht. Außer rumlaufen und alles. Einfach rumlaufen. Rumlaufen und alles finden. Okay. Am besten alles einmal erkunden. Das ist jetzt das Längste, was das Suchen angeht. Ich bin der kluge Kämpfer. Da wollte ich nur mal so festhalten. Nur weil das Spiel das sagt, heißt es nicht, dass es stimmt. Ali, weiß noch, der erste Stream mit Iceborne. Mhm. Die Klammerklaue 47 Mal eingesetzt. Oh, das die Schnurze hochlassen und wieder zurück. Dann gehe ich da mal kurz hin. Wo gehst du hin? Zu den Schnurtrupplern. Also. Die sind wieder da, dann nehme ich mal meine rechtmäßige Belohnung. Ich will jetzt auch Hammer spielen. Ah, jetzt habe ich irgendwas. Zwischensequenz? Oh, jetzt kommt El Gigant. Nee. Jetzt kriegst du richtig den Arsch auf. Nee, das ist irgendwie so ein... Fisch? Dodogama. Ach, Dodo. Ach, das ist süß. Für jedes Kind gibt's so eine... Der Dödi. Bisschen fett. Ich bin mal kurz eine rauchen. Bis gleich. Bis gleich. Yep. Ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen, weil ich gleich weiß, dass ich... Boah, der ist eigentlich ganz süß. Ja, aber nicht, wenn er mir passiv schon mal ein Dreiviertel Leben abzieht. Dodo Gamma. Warte, Furche. Ja, Alter. Ah, Lava heiß. Feuerbär. Ja, im Lava-Gebiet ist auch einer. Ein Vieh. Ja, schön. Muss es mit dem anderen Viech entkommen? Ah, es ist weg. Ja, vom Dodogama ist kein Problem. Naja, ich bin ihm schon ankommen. Das Lava-Gebiet muss ich auch noch. Habe ich ein Kaltgetränk dabei? Na, natürlich nicht. Die kannst du auch selbst machen. Okay, wie? Ah, hab ich da irgendwo... Warum geht nicht? Ja. So. Kaltgetränk. Zack. Ich habe keinen Frostpilz. Yay. Dann nicht. Naja. Oh ne, da wird's warm. Nein.
Was soll ich mal? Das Blanco. Doch, ich hab deine schon. Hast du meine auch? Da kommt noch mal ein Monster, okay. Was denn? Gegenkarte. Ich hab dich gerade ganz schlecht verstanden, Mika. Gildenkarte. Achso, dann müsste ich eigentlich schon. Lava-Monster. Jetzt geh halt weg von der Lava, du Trottel. Hatte ich sie nicht. Aber jetzt. Meine Lava-Karte. Gewesen. Lava-Siot. Sehr schön. Oh, der ist auch cool. Lava-Snorf. Lava-Siff. Lava-Snob. Snob, Snob, Snobby, Snobby, Snob, Snob. Dann gehe ich mal noch schnell zur Toilette und hol mir mal einen Gründels. Einmal weg, bitte. Mika, willst du noch eine Jagd bekannt machen? Irgendwas. Keine Ahnung, wenn er gleich. Hast du noch was in der Arena oder so? Ich habe ganz viele in der Arena. Ach, ich bin auch gut. Ich mache die Kopfhörer raus und frage dann was. So, jetzt habe ich die Kopfhörer wieder drin. Mika, willst du noch eine Jagd oder sowas machen? Nachtschattenpaul, Lumo und Korallenpokel habe ich. Alter, das ist ja ein geiles Outfit. Rattalos und Meisterball. Und Barriott habe ich hier noch. Ich habe auch noch den Fulgur. Oh, machen. Du in der Arena irgendwas, was schnell geht. Wenn der Paul dann fertig ist, dass wir auch gut rauskommen. Wenn? Wenn er jemals wieder aus der Heimat der Ältesten zurückkommt. Ja, ist ja schrecklich. Ja, dann hole ich mir gerade mal meinen Gründels. Machen wir mal Nachtschattenpaul. Es ist einfach nur warm. Was hat denn der für eine Schwäche? Ich habe auch irgendwas mit Gildenkarte. Empfangen. Ja, ich habe dir meine geschickt. Oh, ich empfangen. Ja. Wasser. Wieso hat die denn eine Wasserschwäche? Das ist traurig. So, ein Feuer. Ist eine Wasserkäfer? Ja. So, wie viele Viecher gibt es denn hier? Zwei habe ich schon mal entdeckt. So, da bin ich wieder. Ja. So, treten wir jetzt fleißig Monstern weiter in den Arsch. Ja. Paul, wie weit bist du? Ich habe jetzt zwei Viecher entdeckt. Ich weiß nicht, wie viele. Ich freue mich nämlich schon, wenn du... wenn du das erste Mal hier die Drachenältesten siehst, oh ja, die dich fertig machen. Mhm. Das blöde Flugviecher, können sie nicht einfach abhauen? Ja. Ich bin ein Schmetterling. Schmetterling. Nachrichten. Ich bin ein pinker Schmetterling. Ich bin ein pinker Schmetterling. Pinker Schmetterling. Ich habe sogar Schmetterlingsflügel. Oh. Die sind zwar Minier. So, 10 Zuschauer, nice. Okay, das sieht aus wie ein Power Ranger Outfit. Go, go, Power Ranger. Ein pinker Schmetterling. Ach du Scheiße. Oh, ich mach Spritzsäfte. Aber hier, wenn ich, wenn wir jetzt hier schon weiblichen Besuch haben, muss ich mich auch mal schön schick machen. Als Schmetterling muss ich halt fliegen und mit der Kleve kann man. Okay, jetzt kommt noch ein Monster. Die Erde bebt. Ach, das ist der Thanos für Arme. Irgendwas Braunes Rollendes. Ja, der Thanos für Arme. Der Thanos für Arme. Guck dir das Kinn an. Du hast die beiden Monster hier reingelassen. Die schreien. Das geht so nicht. Die saßen nämlich beide auf meinem Schoß auf dem Controller. Hallo Thanos. Ich komm nicht rein.
Uragan! Doch? Ich hau mal ab, Kollege, ne? Juhu! Jetzt Sambro, ich hab gesagt, ich hau ab. Freundchen. Mach kein Heckmeck. Frisst die Nitrokröten, die hier rumkrabbeln. Danke. Ach, brav. So, bevor wir zur Jagd aufbrechen, trinke ich erst einmal mein Gründels Fresh, denn nur damit machen Jagden auch richtig Spaß. Flo, du fährst morgen bitte zu der Firma und fragst nach dem Sponsoring. Langsam geht's ja echt. Wie gesagt, die sind ja wirklich direkt bei mir in der Nachbarschaft. Dann fahr auch wirklich mal dahin. 5 Minuten. Dann lauf hin. 10 Minuten. Du musst mal lernen, Money zu machen, verstehst du? Ja, Flo. Flo. Ja, okay, Paul, bezahlt. Dann kommt ihr beide am Sonntag zur End of the Game. Wenn die was zahlen, ja. Ich arbeite nicht umsonst, ist das klar? Du arbeitest natürlich auch umsonst. Ja, das ist ja ein Hobbyprojekt hier, aber die wollen. Money, 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 money! It's all about the money! Ich werd einfach Rapper. Ganz einfach. Ich habe einen guten Hit auf Spotify, verdiene damit einen Haufen Kohle. Alles ist cool. Du, da kannst du dich hochkaufen. Ja, das auch. Leider. Also, das kostet 10.000 bis 15.000 Euro, da hast du nur ein Set. Weil die dann automatisiert die ganze Zeit nur streamen. Okay, da ist irgendwie so ein großer Schafbock oder sowas. Schafbock. Das muss ich auf jeden Fall den Nährgigante. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Ich gehe mal hoch zu denen. Vielleicht kann ich den am Horn packen. Schnarchenden Stein. Was seid ihr? Ach, das sind diese Minisaurier mit dem dicken Kopf. Ach, die Dinger. Ach, die. Er sah aus wie ein Steinbock von weiter weg. Was für ein schnarchender Stein. Und Yoda, wenn der genug geklickt wird auf Spotify, ist alles weg. Ach, ich hasse diese Fähigkeit. Okay. Klicken ich auch. Das Gute ist, ich habe jetzt das Langschwert genommen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich drauf bin und einen Prügel, lässt der was fallen. In welchem Gebiet ist der denn, der Gigante eigentlich? Da ist so eine riesige Kristallwand. Das ist oben. Ach, ganz oben? Ja. Ah, da muss ich wieder zurück. Kommt mal in die Mitte. Schnell, schnell, schnell. Nein, nein. Jetzt bin ich drauf. Nee. Ein Nachtschatten, Yoda. Warte, okay. Vorbei an unserem kleinen Dickerchen. Eins der nervigsten Viecher überhaupt, ehrlich gesagt. Der Dicke. Ich find's geil. Mir geht das richtig auf den Sack. Mir gefällt es richtig gut. Das haben die richtig gut gemacht. Mit dieser Fähigkeit hier, mit dem Schlafzeug. Ich find's richtig geil. Ich höre dich immer noch fluchen aus dem Stream. Ja. Aber ich find's richtig gut gemacht. Ja, es ist geil gemacht, aber es geht mir halt am meisten auf den Sack von innen. So wie Namiel. Namiel finde ich auch richtig geil gemacht. Das LED-Monster. Oh. Ja. Ja, ich habe Lähmung auf der Waffe, deswegen. Ja. Da wird jetzt erstmal B gespammt. Da ich sogar vorhin schon mal oben bin, aber nicht so weit gegangen. Ja, achso, ich stand ja die ganze Zeit in deinen Angriffen, ne? Was hast du denn? Ach, du hast die Glaive jetzt. Schwarzer Polomo. War nicht schlecht. Ah, dann wirst du auch noch lieben lernen, Paul. Was? Den hier. Den schwarzen Paolomo. Ach, den normalen, ja schon so geliebt. Das ist so wie beim Entführer. Mountain. Irgendwann liebst du ihn. Das Entführer? Ja, und machst mit ihm einen Kanal auf. Ach so. So ist das mit dem Vieh auch. So eine Art Ödipus-Komplex, okay. Ödipus ist was anderes. Ja, es gibt auch, wie heißt denn das, wenn man seinen Entführer auf einmal anfängt zu lieben? Stockholm-Syndrom. Ich kehre lieber zum Segen, oder was? So, ich bin in einer riesen Kristallwand, da ist nichts. Flo hat mich angelügt. Was ist deine nächste Aufgabe? Hast du. Such nach Hinweisen auf dem Nährgigante. Ja, da musst du die Spuren suchen. Ja, und dann genau. Du musst Spuren suchen. Das kommt da, sobald du die Spuren. Du musst die blauen Spuren suchen. Ja.
Komm schon. Oh, jetzt wieder Schärfe, glaube ich. Oh, gut, dass du es sagst. Ich bin wieder im grünen Bereich. Das geht ja noch. Ich bin in Gelb. Ja, das ist schlecht. Ich bin auch grün. Ich bin Elfo. Ich bin nicht Schwimmer. Hilfe, Hilfe, ich bin nicht Schwimmer. Ich bin Elfo. Das war echt einer der besten Dialoge überhaupt. Welcher? Ja, das. Hilfe, Hilfe, ich bin nicht Schwimmer. Ja, ich bin Elfo. Hey, Andi, schau dir Disenchantment an. Mr. was? Disenchantment. Mr. was? Das ist von den Simpsons-Machern. Oder von Matt Groening? Keine Ahnung. Ja, ja, wo bei Simpsons sind. Und die ist echt gut. Ja. Zeichentrick. Ja, yep. Ich weiß, ist nicht so deins. Aber sehr geil. Ist nicht so mein Ding. Doch, es ist dein Ding, Andi. Oh. Ich bin gestern. Ah. Nein! Ich hab den Nicknack verloren. Ich hab gedacht, du schreist, weil du im Schlafgas stehst. Nein, er hat seine Süßigkeit verloren. Knabberei. Ja, hallo. Oh Gott, jetzt werde ich hier von den Katzen attackiert. Also von, nicht von meinen, ne? Also nicht von... Also es sind nicht deine Katzen, von denen du attackiert wirst gerade. Doch. So. Das sind nicht die Katzen, die... Die setzen sich dann immer auf meinen Schoß und auf den Controller drauf. Die wollen die Vibration halt auch spüren. Oh, ja. Richtig. Kann ich schon verstehen. Wer ist nicht verliebt in mich, weißt du? Also. Hi. Andi, ich bin so. Jetzt kommt ein Kotze hoch. Was jetzt mach erst? Nicht. Schluck runter. Ah. Nein, ich schlafe. Kann nicht sein, ich höre dich noch. Ich bin so müde. An die müde, an die schlafen. Oh, wo sind denn die bitte Spuren von dem Ding, hey? Such doch einfach diese blöden blauen Spuren. Such ich doch, aber wenn ich sie nicht finde. Drachenschwer. Als ob er es gehört hätte. Wow. Wow. Hey, ich hab doch getroffen. Und doppelt sogar. Ach, wie schön. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Rumpelbräuchchen habe. Ich leg mich mal ein bisschen hin. Jump au. Da hoch. Ja. Du kannst auch jumpen. Kommt doch mal hier runter. Das Vieh da oben zu bekämpfen ist total kacke. Du weißt schon, dass das Vieh hinter dir ist. Ja. Meins. Flo. Meins. Paul. Bob hängt mit mir ab. Was? Ja, gut, ja. Bei mir hat er jetzt gerade nichts zu tun. Deswegen. Aua. Jetzt komme ich. Behandle ihn gut, suche ihn nach Läusen und Flöhen ab. Das mache ich danach, wenn er wieder weg ist. Mit meinen crazy. Scheiß brasilianischer Name. Zum Glück ist nicht Elmo da. Jetzt wird zum Tierarzt gebracht. Ei. Das letzte Mal, als Bob bei dir war, hatte er jede Menge Läuse und Flöhe. Deswegen mache ich mir halt ein bisschen Gedanken. Die waren von mir. Ich weiß ich ja. Guck mal, Luca. Ich kann crazy nichts dafür. Guck mal, Luca, wer da ist. Lass ihn. Ich geh raus. Was ist das? Ein Feuer, wo ein Schwert drin steckt. Okay. Was? Ich habe so ein komisches Feuer, da steckt ein Schwert drin und irgendwelche Zeichen. Drumherum. Ich habe Angst, dass sie aus wie so ein Lager von den kleinen, miesen Katzen. Feuer, wo ein Schwert drin ist. Du bist irgendwie falsch abgebogen und bist bei Dark Souls. Vielleicht der. Du bist falsch abgebogen, Paul. Ja, stimmt. Hier läuft einer rum. Preis die Sonne. Ach, scheiße, der steht da wieder. Preis the Sun. Nee. Preis the Sun. Was sagst du denn jetzt eigentlich zu Dark Souls? Ich find's geil. Ja? Ja, ich habe jetzt auch Einzelspieler nochmal so weit gespielt, wie ich jetzt damit Hilfe bekommen habe. Also ich habe erst den zweiten Boss gelegt, den dritten, den Baum, da bin ich jetzt noch nicht hingekommen allein. Den Baum? Das ist die Spielerehre. Also ich muss
dann muss ich auch allein hinkommen. Auch wenn es zusammen echt Spaß macht. Das finde ich cool. Ich will da nicht runter. Machen. Da ist Thanos und Kalmund. Nicht nur bei den Bossen, sondern halt auch so rumlaufen kannst. Das ist schon cool. Dann müssen wir mal, zusammen Bloodborne bei mir weitermachen. Bei Bloodborne geht das, glaube ich, nicht. Nee? Nee, nicht so. Bei Bloodborne war es, glaube ich. Ne, bei Bloodborne weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass bei Bloodborne geht es auch. Also bei der anderen Dark Souls kannst du zwar auch Leute holen, aber nicht so wie im Dreier. Okay. Vielleicht jetzt mit der neuen Version, aber in den alten ging es nicht. Mit den neuen weiß ich es jetzt nicht. Weil ich weiß, dass die Otter spielen das immer zu dritt oder zu viert Dark Souls. Machen wir Armor, das ist geil. Ich bin ein großer Fan von der Souls-Reihe. Oder von Bloodborne. Und Sekiro bin ich jetzt mal sehr gespannt. Sekiro. Hast du geholt? Ich hab's ausgeliehen bekommen. Hm, was, Mika? Ich komme bei Sekiro nicht weiter. Ich hab's noch nicht gespielt, ich hab's ausgeliehen. Bin mal gespannt. Ich komme einfach beim ersten Boss nicht weiter. Ich komme bei Bloodborne beim zweiten nicht weiter. Den zweiten fand ich kinderleicht. Nee, ich habe den ersten auf den ersten Anhieb gemacht, nein, ne? Ich nicht, wo alle gesagt haben, du wirst beim ersten Boss kotzen. Aber der zweite ist so abfuck. Hast du die Spieluhr? Ja. Ja, setz die ein gegen ihn. Ja, mache ich doch, habe ich probiert. Das ist nur ein ganz kleiner Zeitraum, den du kriegst und er verwandelt sich dann viel schneller. Ja. Ja. Also bist du Boss oder Bloodborne-Spieler? Ich habe aber Boss 2 bis 4 oder 5 ohne zu sterben geschafft. Oh Mann, ich komme meinem Boost. Danach kam irgendwas, wo ich keinen Bock mehr hatte. Ich komme an dieser scheiß Minigun nicht vorbei. Bei Bloodborne. Ach ja, ich weiß auch nicht mehr. Es hat irgendwie dann von mir gespielt. Das ist eine extrem nervige Stelle. Der zweite ist der Pater Gasconio, oder wie er heißt. Genau. Den finde ich saugeil. Die Lore ist auch. Ich hasse den. Ich weiß nicht, wie ich ihn damals gemacht habe, aber ich fand den. So, ja, ich habe ihn auch beim ersten geschafft, aber ich hatte auch die Spieluhr. Nee, ich hatte so eine Spieluhr. Ich wusste zwar, dass die gibt, aber ich habe die, glaube ich. Nee, ich habe die nicht gehabt. Ich habe es mit Spieluhr und ohne Spieluhr probiert. Ich hasse ihn. Und dann, weißt du, und dann ist das Nervige da, dass du ja dann auch deine ganze Kohle quasi verlierst. Und dann musst du irgendwann wieder das ganze Level grinden, weil du dir keine Blutfiolen mehr kaufen kannst. Das ist wie bei Dark Souls. Ja, das ist nervig. Hallo. Genau reingesprungen. Hey, wo sind die blöden blauen Fußspuren? Das gibt's. Und da ist ja Sekiro anscheinend ganz anders, weil da soll es mehr Bossen. Ja. Und die Speicherpunkte sind mehr vor den Bossen. Bam! Ist, dass ich keine blauen Fußspuren mehr finde. Kann auch sein, dass du jetzt hochrangige Expeditionen in andere Gebiete noch machen musst, um was zu kriegen. Ja. Expeditionen, aber keine Mission. Hey. Kacke. Das ist trotzdem doof. Dann sollte der Spieler jetzt sagen, hey, hier hast du alles entdeckt. Ja gut, die regenerieren sich ja. Das dauert aber halt eine Zeit lang. Ja, ich merk's. Oh. Ich hab keine Angst, jetzt hier die Expedition abzuschließen, dass ich wieder alles machen muss. Nee, was du hast, das hast du. Okay. Steht da noch irgendwas mit Monster entdecken? Habe ich schon. Das hast du. Was steht jetzt als nächstes bei dir? Suche nach Hinweisen auf den Nergigante. Ein paar habe ich schon, aber jetzt finde ich irgendwie nichts mehr. Ja, in jedem Gebiet sollte ein oder zwei Stück sein. Gell, er kann jetzt rausgehen und in andere Gebiete noch suchen. Okay. Ja, einfach wieder rein in das älteste. Dumm? Was macht der Dumm? Der macht die. Da ist noch was zum Abbau. Nehmen wir erstmal das mit und dann gehe ich mal wieder raus. Ah, Token. Ach, das muss ich mir auch mal holen. Street Fighter. Das ist ja geil, das Street Fighter Teil. Tekken X Street Fighter kommt. Verdammt. Verdammt. Okay, dann mach ich mal von Expedition zurückkehren. Yep. Ich bin ein Schmetterling, aber ich fliege nicht, wenn ich nicht will. Natürlich habe ich nichts mehr. Ich habe Ressourcen gesammelt. Hochwertiger Knochen.
Brutaler Knochen. Warst du der, der irgendwas von Stories noch hatte? Monster Hunter Stories? Okay. Kennst du das? Ach so, ja, das hast du mir erzählt. Warte mal, was war denn das gewesen? Irgendwas hast du mir da mal davon erzählt. Ja, was ist das mit dem Monster breeden und sowas? Ausbrüten und die kämpfen dann an deiner Seite. Ach ja, genau, das war das. Ich habe festgestellt, dass du die Elemente von den Das ist die Mika! Kannst. Ah, Herr Paul! Aber weil bei mir steht immer noch, begib dich zur Heimat der Ältesten. Ja, ja, du musst da die Spuren sammeln. Ja, super. Wollen wir da zusammen hingehen? Ja. Ja. Dann mache ich einfach eine Expedition dahin, oder? Ich weiß auch nicht, ob du notleidzeitig machen kannst. Wenn er alle Monster hat, eigentlich schon, wenn die alle Sequenzen da waren. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also eine Expedition, normal kannst du da Notrufzeichen machen. Ja, mach ich. Dann müsst ihr Notrufzeichen machen, dann können wir joinen. Aber ich weiß nicht, ob das Notrufzeichen geht. Wir sehen es gleich. Wir sehen es gleich. Noch ein Knockout. Der Sprachchat haben wir schon an, liebes Spiel, brauchen wir nicht. Ach ja. Erstmal 2 Stunden um. Das fühlte sich gerade ewig an, hier allein rumzurammeln hier. Ja, mit Deko oder ohne Deko? Was Deko? Ein meisterhafter Erkunder habe ich die Trophäe gekriegt. Was ist der meisterhafte Erkunder? Aha. Errichte alle Lager in der Rauchreifweite. Oh, okay. Oh, diese Ladezeiten, Leute. Ja. Doch eine PS Pro kaufen. Und eine Xbox One X. Jo, Yoda, gute Nacht. Schlaf gut. Nacht, Yoda. Nacht, Yoda. Nacht, die Nacht. Würde jetzt Marsha sagen. Na, schauen wir mal. Setzt sich niemand zu mir? Derzeit nicht möglich, toll. Ja, du musst. Warte, ich sag dir, wo die Zeichen liegen. Ja. Weiß schon. Fußspuren, ja, wo? Da. Also dein Pantikosen schläft ein bisschen. Fußspuren unbekannt. Der denkt, oh, die kenne ich nicht. Nochmal unbekannte Fußspuren, yeah. Genau, das sind die richtigen. Ja, ja, so weit war ich vorhin auch schon. Ja, das war's. Fußspuren unbekannt. Liebe Käfer. Irgendwo so bei 9, 14, so, glaube ich. So geht das. 14 ja. Habe ich gar nicht. Vielleicht ganz links, also 9 hätte ich, aber. Ah, da ist Thanos. Der scheiß Explosionsdinger. Fußspuren, ja, Fußspuren. Oh Gott, Mika ist tot. Nee, ich bin nur umgekippt. Tot bin ich noch nicht. Achso. Sie zuckt noch. Flo hat gepupst, Mika fällt um. Das war Bob, wenn schon war es Bob. Also, kann ich gar nicht sein, der war vorhin bei mir. Wenn, Flo scheißert, dann sterbe ich lieber. Was soll denn das also? Warum habe ich denn jetzt nur ein Höschen und einen Rumzus an? Weil es warm ist. Das war's. Flo down. Flo down. Flo down. Oh Gott, Mika ist völlig fertig. Jetzt macht das Spiel noch viel mehr Spaß. Mit Funksprüchen. Dann musst du auf den Monster Hunter Film warten. Ah, hör mal auf. Wann kommt denn der eigentlich raus? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nie. Machen die einen Film davon? Ja, ja. Mit deiner Lieblingsschauspielerin.
Na, das wird bestimmt ein Anime, oder? Nein, er hat mit deiner Lieblingsschauspielerin, Andi. Welche denn? Ja, welche von der? Ah, okay. Ah, wie hieß der nochmal? Dann wird er aus Fast and Furious? Michelle Rodriguez? Der hat auch im ersten Resident Evil mitgespielt. Ach, Michelle Rodriguez. War ja auch im ersten und im fünften, meine ich, war sie dabei. Keine Ahnung. Hier, guck mal. Mein Popo. Ah. Ah. Ich habe noch nie so viel Hornhaut auf einer Stelle gesehen. Jetzt kletter halt da unten drunter durch. Was ist denn das für ein Lappen? Die Geschichte vom Monster Hunter Film ist ja auch schon völlig bescheuert. Also das wird nichts. Und dann noch eine weitere Spielreihe, die vergewaltigt wird. Und zwar diesmal mal nicht von Uwe Boll. Naja. Paul W. Anderson wird schon wieder. Wo ist es? Okay, was ist da? Was macht sie hier? Sei froh, dass du hier nicht bist. Ein Bild des Elends ist. Ein Bild des Elends. Ach du Scheiße. Ich hab Angst. Flo, mach, dass es aufhört. Kann ich nicht. Dann dreh dich woanders hin. Gratis, komm her. Wo bist du? Ja, ich bin down. Ach nee. Ja. Da verliere ich immer. Endlich kriegt der Andi mal was aufs Maul. X muss ich drücken, ne? Nein, Kreis. Aber erst wenn es weg ist. Erst wenn da die Aufzählung weg ist, weil sonst brichst du ab. Ich seh nichts! Flo, geh da weg! Ich seh nichts! Du musst auch nur Spam und nichts sehen. Er sucht Ausreden, warum er verloren hat. Nee, wir müssen jetzt hier Revanche. So. Komm her. Kann es sein, dass ich noch gar nicht zu dem Kristall hingehen kann, weil da Kreuze an den Wegen sind? Ah ja, sammel einfach die Spuren. Das wird dann vom Gigante durchgebrochen. Nein! Ja, Andi, ich habe immerhin beim zweiten Mal unentschieden geschafft. Ja, komm, drittes Mal hier. Flo. Komm, Flo. Komm, Flo, Bus bauen. Du, ich komme jetzt nicht, ich muss hier Arm drücken. Du hast die andere Hand frei. Mika nur so, warum spiele ich nur mit Jungs zusammen? Hä? Genau. Ah! Andi, du und ich. Ich brauche Siegesgefühl. Arschloch. Jetzt kacke ich ab, warte ab. Also, es ist nicht mehr so ein episches Armdrücken wie gegen den Markus. Die 10 Minuten. Schrecklich war es, so zur Show. Nein! So. Ich bin da so schlecht drin. Habe ich deine? Prokrates, ich brauche deine Gildenkarte. Habe ich dir schon geschickt? Nö. Mir ist nichts angekommen. Warum sind hier Wege, wo ich nicht hin kann? Habe ich eigentlich schon geschickt. Toll, da wäre ein Weg, wo ich hin könnte, aber ich kann noch nicht drauf. Was sind das denn? So. Nimmt die automatisch an. Das ist auch die bescheuertste. Das ist auch die bescheuertste Trophäe überhaupt. Was? Ach so, mit den 50. Ja, ja. Du hast ja immer noch nicht alle. Was habe ich nicht alle? Alle Trophäen von dem normalen. Nö. Nee, ich auch nicht. Mir fehlen zwei. Wahrscheinlich die Monster, ne? Die Kronen, ja. Ich habe fast alle, aber mir fehlt Pucke groß und Kulo klein und noch ein paar andere. Was den neuen Spiel?
Und hier fehlt mir. Paul, du kannst nichts abfeuern oder sowas, oder? Nee, geht da nicht. Also, bei den die 50 Arena-Quests finde ich extrem scheiße. Ja. Das ist auch nicht so meins. Und diese. Und bei diesen seltenen Tieren war es mit, also die drei, da habe ich ja drei geholt und die anderen zwei, das war mir zu blöd, da die ganze Zeit in die Welt zu reisen, um zu gucken, ob die Viecher da sind, dann wieder zu, abzubrechen und wieder und boah. Welche Waffe soll ich als nächstes spielen? Ich werde ein Schild, Horn, die Lanzen oder leichtes Bogengewehr spielen. Ja, die Lanzen. Welche? Ach, wie heißt die mit dem Schild? Beide haben Schild. Das ist jetzt doof. Es gibt die Lanze und die Gewehrlanze. Die Gewehrlanze. Ich hätte jetzt die andere gemeint, aber ich habe nicht mal an die Gewehrlanze gedacht. Ich muss mal gucken, ob ich irgendeine davon aufwerten kann. Ich habe keinen Bock mit der... mit der Giftkanette hier durch die Gegend zu rennen. Ach, bei Paul ist es nicht so schlimm. Ich hab trotzdem keinen Bock, die sieht voll scheiße aus. Paul, was ist denn jetzt los mit deinen Spuren? Ich find nix. Dann brich doch ab und geh nochmal hin. Hat er ja. Super. Hat er ja schon. Nochmal. Du hast doch vorhin Spuren gefunden, oder nicht? Ja, erstmal muss ich hier ein Monster abhauen, sonst... Ja, ich mache uns mal nochmal eine Quest bekannt. Ich habe halt gedacht, ich gehe noch in ein anderes Gebiet und schaue mich da mal um. Farbenfrohes Fasching, das ist doch was. Schon. Wenn wir dafür nicht zu lange brauchen. Ach, das sind nur 4 Monster. Master Rank. Was ist das denn? War ich da oben schon? Nee, ich mache eine bekannt. Okay. Keine Event-Quest, dann machen wir lieber eine optionale von mir. Ich habe noch so viele. Ah ja, mir egal, mach mal. Ich habe Elmo gefunden. Oh, pass auf, der beißt. Endlich gehen die Leute mal woanders hin. Sollen wir mal ein schwarzes Diablos? Oh, Diablos? Kann ich das noch gebrauchen? Ja, von mir aus, ja. Gut. Dann starten wir einfach in Lager 15. Dann sind wir direkt bei dem. Schwarzes Diablos, dann nehme ich meinen Hammer, dann breche ich ihm schnell die Hörner. Oh, ich will auch Hammer, spielen. Das Elmo. Ach, die Quest kann ich nicht machen. Warum? Meisterrang ist 1 zu tief. Boah. Dann muss ich noch die Vulkaner-Quest machen. Warte, da mache ich eine andere auf. Ich habe 16. Dann machen wir eine Radian. Moment. Ich guck mal, was ich noch als optionale Quest habe. Du hast 16, ne? Ja. Hast du gesagt? Ja. Ich habe eine Radian. Ich brauche Radian. Mach Radian auf. Radian. Warte, ich guck mal, ob ich eine habe. Ach, du musst die auch noch erledigen. Gut. Nee, ich habe einfach die Arena. Ich habe noch was. Das hat sich schon auf. Ah, okay. Noch 2 Dornen. Und jetzt geht's schön mit dem Devilhammer rein. Macht das Angst, dass er über dem seine... Ach, freu dich, wenn du auf ihn triffst. Ich habe ihn das erste Mal alleine, bin total abgekackt, beim zweiten Mal auch alleine, habe ich fast eine Stunde gebraucht. Was denn? Bei was? Diablos. Ich hatte eine viel zu schlechte Ausrüstung. Ich spreche gerade zwar vom Nergigante. Meine ich ja. Ach, Diablos, Nergigante meine ich ja. Hast du ihn jetzt gefunden? Ich habe 2 weitere Spuren gefunden. Muss nur kurz gucken, ob ich Gegengift habe. Ich habe kein Gegengift. Doch, jetzt habe ich Gegengift. Ich muss futtern. Futtern nicht vergessen. Habe schon. Ich dachte, ich wäre es gut zu futtern. Ich habe schon. Mein Gott. Nee. Oh, zum Glück ist mein Zimmer so klein. Nee, das Kopfhörerkabel reicht von
Ecke 1 zu Ecke 3. Und das ist gar nicht mal so unpraktisch. Juhu! Sauf das. Ey, ich will. Warum hat mein Hammer keine lila Schärfe? Habe ich jetzt den falschen Hammer? Du hast nicht den falschen Hammer. Nein, ich habe den falschen Hammer gewählt. Blaue Spuren, so komme doch. Gleich schon was aufs Maul bekommen. Ich habe auch eine. Oh Mann. Na, warte mal, ich habe doch einen Teleporter bestimmt dabei, oder? Ja, habe ich einen Teleporter? Es geht jetzt schon wieder so los. Oh Mann, und ich habe nicht mal einen Teleporter dabei. Durch. Oh fuck. Hey. Genau, ich bin vergessen. Bin echt tot. Oh mein Gott. Komm mal in die Mitte. Warte. Au! Ja, jetzt komm! Bam. So halb. Ich liebe Lema 3 bei Hammer. Ja. Wenn man den richtigen Hammer mitnimmt, ja. So, ich bin auf ihm. Der Wildhammer. Auf ans Pepöchen. Oh, hallo. Hi. Ich hänge hier mal so ab. Ich mag das Teil. Bam. Ich glaube, ich kann echt noch mal raus aus dem Gebiet und noch mal. Das ist ja echt der Wahnsinn. Andere Spiele würden dafür total verurteilt werden. Du, so, wie gesagt. Ja, das Spurensuchen ist ein bisschen nervig. Spiel mal die älteren Teile nochmal. Ich sag's dir. Dann nee, hab ich hinter mir. Ich weiß, trotzdem. Ja, ich muss nochmal meine Waffe schärfen. Aber erstmal aufs Maul geben. Durch. Schauen wir mal schnell dahinter. Noch was, wo ich noch nicht war. Ah, boah. Ach. Brokades. Eva. Hui. Bist du beim... Wow. Das war ein geiler Move. Aua. Au. Weil ich könnte eigentlich mal einen Mantel anziehen, ne? Man kann an der Wand laufen. Au! Oh, danke, dass du mich... Au! Ach, du Bastardvieh!
Parallel. Wie konnte ich dann parallel den gleichen Move machen? Aber klar, dass er mich erwischt. Help. Danke. Gerne. Ach ja. Jetzt habe ich mal das im dritten an. Ich alle. Das ist ja Wahnsinn. Ja, normal marschierst du da ja so nicht durch. Ja. Würdest du jetzt für Rüstung fahren, etc.? Ja, ich glaube, zweimal muss ich da noch rein. Richtig deutlich. Schauen wir mal. Ach ja. Ich muss mal die Waffe schärfen. Ich muss mal treffen. Hoppala. Und hau durch, genau. Ich brauche meinen Mantel. Oh, hier liegen Sachen. Meins. Oh, Radiermaterial. Ah, ich will nicht mitgehen. Da hinten war es schöner. Ja, entscheide dich doch mal, wo du jetzt hin willst. Das ist ja lustig, auch so im Stream. Hin und her und hin und her. Und ja, du, das war eben furchtbar im Korallenhochland. Ey! Okay. Das hat im Loch festgesteckt. Ich habe zwischen dem Vieh und dem Loch festgesteckt. Na, Andi wollte die ganze Zeit durch das Loch wieder reinkommen und konnten. Ja. So, Flo, der Schwanz ist für dich vorbereitet zum Abschlagen. Habe ich schon gesehen. Vielen Dank. Der hält aber auch was aus, muss ich sagen. Ja, halt Meisterrang, ne? Ja, die anderen hätte ich jetzt schon mindestens zweimal abbekommen. Oh. Ah ja, natürlich springt er nicht weiter. Ach, Fickvieh. Komm her. Ich war erster. Aber wir haben beide unsere Ladung reingehauen. Nein. Ah. Ja, Polo. So. Meins. Ich will die Ohrläppchen. Oh, liegt irgendwo noch mehr Material. Material, Material, Material. Ich bin zu inkompetent. Ja, also. Andi! Ah! Flo wird in die Gegend geschoben. Ich weich aus. Hui! Andi hat auch schön eine kassiert. Ja. Schreibt niemand mehr im Stream irgendwie, ne? Was?
Nö. Mehr im Stream, kein aktiver mehr. Mhm. 6 Leute schauen noch zu. Yeah. Ey, ich bin 63 Jahre alt. Ich bin 47. 63 Jahre. Ich bin 13. Im zweiten Leben und 6. Nein, bei dir zählt, du bist noch 0, Paul. Warum? Ich geh mal kurz eine rauchen. Jawohl, mach es. Es gibt das erste und das zweite Leben. Das erste zählt nicht mehr inzwischen. Doch, das erste zählt noch. Da sonst wäre meine ganze Erfahrung ja umsonst. Blöde blaue Spuren taucht es auch auf, wenn das Viech hier ist. Ja, wie gesagt, normalerweise tauchen die ja jetzt in den optionalen Missionen überall auf. Hast du eigentlich schon B-Mod gemacht? Nee. Du brauchst B-Mod, du brauchst das Outfit für das Puggy. Ich werde das alles noch machen. Ich habe ja auch den Geralt noch nicht gemacht. Der Geralt ist kacke. Was? Ja, also, die Quest ist kacke. Okay, das, damit kann ich leben. Der normale Weinschrank ist so scheiße, weil du einfach scheiß Ausrüstung kriegst und das Ding einfach damit voll OP ist. Also der Weinschrank ist einfach voll OP im Gegensatz zu dir. Wie im normalen Twitcher. Dann. Noch eine Jagd? Was ist fordern? Hast du Mika doch was fordern? Nix, das wird erst gejagt, dann wird gegessen. Nee, erst gefüttert, dann gegessen. Was? Das lang. Einmal da hoch, da habe ich vorhin auch noch was gefunden. Wenn da ist, dann gehe ich mal woanders in eine optionale Quest. Ja, ich gucke mal, was ich noch für optionale Quests habe. Arena-technisch weiß ich gar nicht, ob ich was offen habe. Hm, und Tobi Gadashi. Ich habe auch eine Arena noch offen. Und noch 14 komische Viecher killen. Ja, da kannst du aber halt leider keine Spuren sammeln. Egal. Ist doch erledigt. Aber nett, ruf nochmal was auf. Ja, mach ich noch. Schau mal nur schnell. Es wird dann ein Blutbad. Ein Lootbad. Hahaha. Jetzt leck Schüssen. Jetzt baue ich noch dieses rote Erz ab. Na gut. Ach ja. Kehre zurück, das ist schön. Ich kann nur das tun. Okay. Alle am Tanzen. Außer der Andi, da steht in der Ecke. Und heult. Gut. Ach ja. Wo seid ihr denn? Na, da seid ihr ja. Das ist die Mika, wo ist der Flo? Wir stehen neben dir. Da, jetzt. Wo ist der Andi? Der steht da hinten in der Ecke und weint. Der schämt sich. Du gehörst zu uns, ja. Auch wenn du da hinten stehst. Du Opfer. Ach ja. Ich komme immer noch nicht mit deinen Nippelbändchen klar, Paul. Entschuldigung, schieß zu mir, mach die Knochenrüstung gleich. Und jetzt heißt es, mach was anderes, die reicht nicht mehr. Ja.
Ja, was ist jetzt noch? Ja, ich warte bloß noch, bis Andi da ist, dann will ich eine neue Quest bekommen. Ja, kannst du ja ruhig bekannt machen, da raucht nur eine, der dürfte gleich wieder da sein. Dann was mache ich denn? Arena-Schalter ist schlecht. Ja, du musst die rechte Schalter machen. Ja. Da waren halt beide genauso langweiliges Zeug wie alle anderen auch. Jetzt Bock auf irgendwas mit Käse. Käse gibt's ja leider nicht. Ist die Frage, ob ich die Arena mache und noch 14 Horne Tauren killen lasse. Wäre einfach Geld, ne? Jo, im Endeffekt ist locker mithalten. Nochmal die Arena. Was ist eigentlich mit diesem Gutschein auf sich? Gutscheine? Ja. Achso, wenn du den machst, dann wird die Questbelohnung verdoppelt. Oh, eine Quest! Ja! Anja! Eine Stufe 5 Quest, da kann ich, oder Jägerrang Stufe 5 Quest, da kann ich hoffentlich mithalten. Ich kriege Sterne. Ja, das ist die normale Anja. Oh Gott, wie süß. Das arme Vieh. So. Ich denke, damit werde ich überleben. Andi, wo bist du? Oder sollen wir jetzt einfach mal selber gehen? Machen wir so. Das ist schnell gemacht. Ja, ich esse noch schnell was. Wir sind bereit. Ja. Bereit zum Aufbruch. Und noch viel weiter. Auf zum Atem. Warte auf Mitglieder, ja. Dreieck. Paul, Dreieck. Du musst Dreieck drücken, ja. Auch Spiel, weißt du. Andere Spiele, drückst du was? Okay, klappt. Hier, drück 20 Tasten. Dann hat der Japaner dann schon irgendwann mal erklärt, dass Sachen auch einfacher gehen, oder? Ja, da haben sie gedacht, hihihi, dummes Europa. Ich meine, die sagen dir auch, wo es lang geht, obwohl sie keinen Plan haben, wo es geht. Und so haben sie auch den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Hihihi. Warum kriegt der Flo schneller als ich? Weil ich die Sprint-Taste drücke. Echt? Geht das? Ja. R1. Im Griechen. Da bin ich wieder. Hallo, Andi. Ich bin in der Arena bei Anja. Mit dem Paul. Ja, ich habe noch eine optionale Anja-Arena-Quest. Ach, okay. Das Vieh liegt gleich. Wenn ich jetzt immer noch nichts gefunden habe. Es rechelt ja jetzt schon rum, scheiße. Alter. Ja, der Hammer ist böse. Hallo? Genau, in sein Angriff reingesprungen. Nix da, auf meinen Kameraden zu knabbern. Durch! Braunes Teil, yes. Ich drücke einfach mal den Hebel. Yay, 13 Schaden. Ich mache Schaden. Ach komm, lieg doch endlich. Ja, der lebt schon viel zu lange. Er soll liegen. Alter, wie der aus dem Gosch. Aber die,
Ups, sorry. Die Ältesten sind alle Jäger Rang 13. Oh, sorry, Paul. Die Quiz. Du hast schon. Ha! Einen hat looten. Pass auf, die Mika schlägt einen gerne, wenn sie gewonnen hat. Sie hat gerade einen großen Dino geschlagen, das muss doch reichen. Nein, jetzt wird auch noch ein kleiner Paul geschlagen. Nein. Mein Material ist weg. Nein, du sollst ihn nicht hinkriegen. Luken! Da könnte er gleich in die. Ich habe noch eine Quest gemacht. Ich habe noch eine Arena-Quest. Ratian, da kann der Paul auch mitmachen. Oh Gott, sie hat den Hammer. Hammer der Morgenröte? Ja, sieht so aus. Wäre mir lieber. Nein. Ja, aber genau. Wenn er dich trifft, sieht es genauso aus. Ja. Yeah. Wer ist erfüllt? Hier bekommst du 4000 noch irgendwas, Zeni. Das ist das wenig. Entschuldigung, dass ich low rank bin. Weißt du, was lustig ist? Ich habe eben eine Jägerrang 50 Mission gemacht und ich habe jetzt mehr Erfahrung bekommen als für die Jägerrang 50 Mission. Siehst du mal. Du hast nur 1 Minute 40 dafür gebraucht. Das Monster, Mann, aber. So. 1600 Angriffe. Geht das Ding schnell weg? Ja, warte ich mal bis da. Bis, also, Andi, hast du das schon bekannt? Ich hab's schon bekannt gemacht. Okay. Wie läuft die Jagd? Das geht dich gar nichts an. Kommst nächstes Mal mit, dann weißt du es. Dann machen wir Rad, ja, ne? Ja. Betäubung 3. Spezialarena, HR-Rat. High Rank. Genau. Scheiße. High Rank, Ratian. Scheiße. Ich bleib oben stehen und schau zu. Warum? Nicht. Gehst du doch oben an die Balliste. Ja. Aber wenn das Ding den sieht, dann geht die auch hoch. Ich glaube, das wird so viel liegen, dass das nicht hochkommen wird. Ich will einen Drachenspeer aktivieren. Ich habe jetzt auch mein Hämmerchen dabei, mein richtiges Hämmerchen. Ich habe mein Devil-Hämmerchen dabei. Der ist vom Devil Joe, oder wie? Ja, vom Sabbat. Vom Devil Joe. Oh Scheiße, wir haben einen Devil Joe wieder im uralten Wald. Ja. Los geht's! Los geht, ab geht, 3 Tage wach. Da. Gehen wir an die Balliste, der holt noch Munition. Ballistenmann. Im Ballistenmann Paul ist am Start. Da ist keiner drüben, ist eine. Ha! Sind sogar 2. Ja. Ey, ist klar. Ich bin am Kopf, aber nein. Ich guck einfach mit Flügel. Die Balliste macht mehr Schaden als ich. Ich brauche eine Teile. Noch mal ein paar Pfeile. Ich glaube, ich sollte doch eine andere Hauptwaffe nehmen. Voll in deinen Kopf rein, hier 40. So, Schwanz ist ab. Oh, Schwanz ist Longus. Jetzt nicht mehr. Schwanz ist Kurzus. Dann liegt denn das Ding? Gleich. Ich könnte ja oben drauf springen, ne? Jetzt. Und wieder. Und wieder.
arme Ding. Wo ist das Schwänzchen? Nur weil ich ihm in die Fersen gehauen habe. Genau. Ohne dich. Halt weiter. Wären wir aufgeschmissen gewesen. Ja, wir wissen, wie das abgeht, wenn wir alle mal ungefähr auf. Ja, was war das? Hat gerade gepasst, die Musik. Eigentlich will ich eine schöne Rathian-Rüstung machen. Doch, kannst mal gucken, klar. Ja. Ja, da oben in dem Versammlungsding gibt es keine Schmiede. Mein Hebel. Leck mich, mein Hebel. Ja, nein! Hallo! Ich habe ihn betätigt! Jetzt liegen hier überall Steine rum. Das gibt's doch nicht. Nein, kloppen uns und von hinten kommt Mika mit Ayuki! Und klopft uns alle weg. Ja. Eigentlich wollte ich ja noch den Hebel ziehen werden. Jemand schneller. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie lange haben wir gebraucht? Minute 27. Oh, wir müssen, also das war ich noch nicht so, bin ich nicht zufrieden. Hm? Bin ich nicht zufrieden. Hätte schneller gehen können. Ja. Minute 26, ne? Mhm. So, also hier oben ist keine Schmiede, ne? Oder? Doch? Nee. Schmiede, schauen wir mal runter. Was der so Schönes hat. Gucken, ob ich irgendwas aufwerten kann. Ja, wenn, dann möchte ich meine Schwerter aufwerten. Ich muss meine Lanzen aufwerten. Wenn ich Lanze spielen soll. Und jetzt brauche ich nur noch eine High-Rank schwarzes Diablos und dann habe ich zumindest mal alle bis 7 Sterne alle Quests, optionalen Quests fertig. Na gut, ihr Lieben. Ich mache dann Feierabend für heute. Jawohl, Andi. Okay, Andi. Vielen Dank, dass du dabei warst. War geil gewesen. Gerne, gerne. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Dann eine fröhliche Weiterjagd noch. Ja. Dankeschön. Und wir hören uns. Bis dann. Jawohl. Nacht. Ach, der Kommandant labert noch irgendwas. Du, ich hab's da. Ja. Warum stehe ich jetzt bei dir? Ich wollte zum Mann. Schick mir eine Briefeule. Haben die Harry Potter gesehen? Du, ich bin ja der Meinung, dass die Zaubererwelt expandiert hat. Und dass die jetzt auch eine Schule in Deutschland haben und da, wo die Schule ist, sind wir nur den Berliner Flughafen. So, Schmied. Oh Gott. Ausrüstung schmieden. Rüstung. Was denn, Digga? Ich bin über Remote Play. Es ist gerade dezent abgeschissen. Ah. Ich speichere mal lieber. Radian. Ich könnte mir Radian Brustpanzerung und Handschuhe machen. Also auf jeden Fall war es auch immer meine Verteidigung. Was haben wir denn noch? Oh ja. Bist du bei der Schmiede? Hat mir Schaden gekippt. Jetzt kann ich mein schönes Juwel bauen. Ich habe jetzt gleich wieder eine schöne gemischte Rüstung, aber Hauptsache. Geile Rüstung. Au, schaut, passt sogar eigentlich ganz gut dazu. Aktuelle Rüstung. Das geht weg.
das Kind weg. Artillerie-Juwel. Na, was machen wir jetzt? Paul, sollen wir noch ein paar Monster, ein paar Mal einen Radian legen? Ja, gerne. Ich muss mal. Ist meine Ausrüstung mal verbessert noch? Kann ich dann irgendwas anderes machen? Wie viel Verteidigung hast du eigentlich? 793. Gleich. Gut, jetzt schreibe ich das mal schnell auf meine Waffe, wie noch was machen kann. Was ist das? Aufwärts. Schwer. Okay. Ah, ich habe kein Geld mehr. Okay. Gut, aber ich sehe schon mal besser aus. Oh ja. Ich hätte jetzt gerade ein bisschen so an Sauron. Ich komme mal wieder hoch und dann. Dann wird gejagt. Ach ja. Flo, bist du morgen früh dabei? Wann machst du denn das? Nach dem Aufstehen. Keine Ahnung, 9 Uhr, 10 Uhr. Ja, schreib mir vielleicht auf WhatsApp dann noch an vorher, dann werde ich vielleicht wach. Ich gucke, dass ich aber. Sprachnachricht. Ja, ich gucke, dass ich um 8 Uhr aufstehe. Ja, ach du, bevor ich es vergesse. Nein. Okay. Was denn? der Thomas hat mich nochmal gefragt mit dem Resident Evil Podcast, weil uns da ja noch eine Folge fehlt, dass wir die ganze Reihe haben. Ach, und, für euch zwei, oder? Ja, genau. Und er ist dann hat dann gefragt, ob wir das als Livestream machen sollen morgen. Das wäre morgen Mittag, so 12, 13 Uhr. Ja. Ach, Mika. Da hat wohl jemand rote Socken mit dem Arsch. Männlich. Du hast mich gar nicht beachtet. Ach so, ja. Oh, Paul. Meine hübsche Hose, mein Helm und meine Oberrüstung. Second hand, sehr gut, Paul. Das sieht auch nicht mehr in meine Unterhose rein. Der Helm ist cool. Das ist doch Zora Magdarus, oder? Nee, das ist Ratian beide. Das ist Beta, also Helm und Oberrüstung. Ah, ich habe in dem Leuchten hab ich gedacht, das wäre Zora Magdarus. Der hat nee, so das ist so Ratian. Nee. Und unten, das ist die Erntehose. Erntehose. Ja, und der Rest ist halt noch also Armschienen und Gürtel Knochensatt. Ich bin eine Königin. Flo, gibst Bescheid? Ja, ich bin gerade am. Was hat die Mika da irgendwas mit Federn? Was ist dafür gestorben? Alles. Toll, Hauptsache ich sterbe. Paul, ich habe keine Quest mit dem Radian. Hast du was? Was denn? Wenn jetzt, ja, also halt Jobrang 12 halt. Also höchstens Quest wiederhole. Das soll ich mal gucken, ob ich eine Nebenquest habe? Ja, guck mal, ob du was hast. Schau mal, ob ich was habe. Ich habe ja noch optionale Quests offen. Stufe 4, das ist bloß noch Hornetauren besiegen. Das mache ich ja. Sind wir in der Legiano oder Odogaron? Ich muss bald wieder Lotto. Er jage ein Rathalos. Diablos. Legiano. Was wolltest du? Ratian. Ratian wolltest du. Ja, schau mal. Okay, Pucker, Anjanat, Barot, Palomo, Anjanat. Ratian! Die Quest heißt. Aber habe ich schon abgeschlossen eigentlich. Da kannst du es trotzdem nochmal machen. Die schlafende Waldkönigin. Lass mir kurz mal in die nächste Stufe noch gucken. Rosa Ratian. Ja. Habe ich noch nicht, dann machen wir die. Können wir machen. Das ist, glaube ich, die, wo wir mit dem Andi gemacht haben zum ersten Mal. Ja, das ist halt Wildturm, Ödnis. Ja, aber für die Ratian-Rüstung brauchst du halt den normalen Ratian. Ja, ich glaube, ich habe auch von der jetzt die Teile. Egal, nehmen wir die jetzt einfach mal. Du brauchst die Lager. Ja.
dir auch. Oh ja, warum fehlt mein Helm gerade? Ach, jetzt ist er wieder. Das ist normal. Hallo. So cool aus. Ich tanze gegen das Seil. Was hat die Mika jetzt an? Meine Rüstung. Deine Rüstung. Das ist der Schönheit zeigen, wer die Schönheit ist. Ne? Sag ja, ich bin die Königin hier. Ja. Du. Mir ist kalt. Dreht die Heizung auf. So, zieh dich wärmer an. Zieh dich aus oder was? Jetzt zieh dich wärmer an. Soll ich mich denn wärmer anziehen? Wenn du sagst, dir ist kalt? Ich zieh doch nicht die Sachen an, die für die Fahrt sind. Ich bin abgestürzt. Egal, das ist noch unter Kaktus und was zum Fördern. Du bist bestimmt beim Radjan gelandet, oder? Nö. Ich weiß nicht, ich bin irgendwo ganz weit oben. Ja, er ist oben auf dem Aussichtspunkt. Ah ja, ich sehe es gerade. Ich schau mich da mal um. Ich hab die Maus im Weg. Ach, da ist er ja. Ja, mir wird auch gerade was angezeigt. Ich habe den jetzt auf dem Schirm. Was ist da noch? Ich will noch gucken, was da oben ist. Oh, ich kann der Schleudermunition fallen lassen. Mein kleiner runder Kaktus ersticht, er tut mir rau. Weiß und nicht bin, schenke ich ihn meiner Frau. Aber so klar. Na. Ich bin ganz oben. Was gibt's hier? Nur Honig. Ja, ganz da oben kriegst du eine Trophäe. Ah nein, Entschuldigung, das, was ich gerade im Kopf hatte, war Korallenhochland, nicht Schwildturmödnis. Ne, hier war gar nichts, außer ein Honig. Ja, da ist bei Eisborn ist dann was Bestimmtes. Okay. Aber also bei im Korallenhochland an der höchsten Stelle. Okay. Da ach, war ich bestimmt. Gewehrlanze jetzt. Ja, du hast doch gesagt Gewehrlanze. Ja, ich habe nicht gesehen, dass du es ausgewählt hast. So, also meine Käferchen leiten mich. Wir sind bei Gebiet 1. Ich bin bei Gebiet 5. Du kannst einfach zum Lager. Und ich sehe den Ratian sogar schon. Ich warte aber, bis ihr da seid. Ja, wir sind ja da. Wir kämpfen ja gegen ihn. Ach, das ist Gebiet 1. So. Ja, keine Ahnung. Okay. Ich krieg voll viel Schaden durch sie. Warum? Hast du eine Rüstung, wo vielleicht empfindlich gegen Feuer ist? Ich hab 0 gegen Feuer. Ah, okay. Ja, Feuer heißt. Ich hatte letztens eine an mit minus 18, das war dann doch ganz lustig. Meine Kniescheibe kaputt, damit du nicht mehr auf Abenteuer gehen kannst. Ja, er macht dich kaputt, damit du nicht mehr auf Abenteuer gehen kannst. Ja, ich sehe es gerade. Ah, wenn das immer so hin und her läuft, ey. Alter. Feuereis! Nicht getroffen, ha. Tut mir leid, Calbius. 10% Verlust. Da gibt es, glaube ich, auch eine Rüstung, ne, von den Dingern. Calbius. Ja. Also ich habe gesehen, von ein paar von den Insektendingern, von den kleinen. Also ich glaube, von den Calbius gibt es keine Rüstung. Warum nicht? Nee, von den Calbius nicht. Aber wenn es kalt ist in Eisborn? Hä? Wenn es kalt ist in Eisborn, hallo? Dann hast du halt so einen komischen, so ein komisches Lemurenfeed, das dich warm hält. Ja, toll. Nee, dann jetzt. Nein, ich will. Wenn du brennst, roll dich ab. Ach Mann. Ja, nee, ich hab Schaden gefressen, hier nochmal was drücken. Hau einer die Mika.
Die ist ja schon wieder am Start. Nur aufs Maul hier. Nur aufs Maul. Hallo? Er liegt auf dem Kopf, Junge. Braucht eine Teile, yes. Ja. Oh, die armen Viecher. Er liegt. Ach man, jetzt hängt das am Flügel. Bitte? Nee. Was bist du eigentlich? Abzerops. Abkeros. Ach, Rostfleisch, oh Gott. Raptian. Raptiate Hütte. Und das Vieh liegt schon wieder. Ich gehe mal aufs Hinterteil, ne? Jawohl. Oh, ja. Immer aufs Popöle. Ich hab aus Versehen die Lehm. Leute, erwischt. Juhu! Popöle ist ab. Ich komme. Ja, die passen. Ich bin damit sogar die Treppe runtergestiefelt. Nee, nicht gestolpert. Das ist eine Vitalweste. Nein, oh, ich bin oben drauf gewesen. Durch. Stirb. Paul, willst du ihn fangen oder töten? Wenn es mehr Teile gibt, dann natürlich fangen. Alles töten. Nein, fang. Ja. Nein. Ich will mal Material. Das Hinterteil. Hier. Popo farmen. Wo ist er denn? Da. Oh, so, wenn ich noch Zeit habe. Ja. Huh. Mika, du schaust ein bisschen aus, als hätten wir dich aus Bayonetta entfernt. In der Rüstung so. Ich habe keinen Bock mehr, gegen die Hexe zu kämpfen. Ich klopp jetzt Saurier. Ja, großer Unterschied von den Gegnern ist es ja nicht. Hey, goldener Varianer drück. Wir haben viel zu lange gebraucht. Ich glaube, ich gehe auf Energieklinge. Was? Unter 7 Minuten? Das muss unter 2 passieren. Ja. Nee, unter 2 ist zu schnell. Aber unter 5. Sollte es sein. Mir ist kalt. So, jetzt dürfte der Schnurrtrupp wieder da sein. Jawohl, ja, ist wieder da. Wen machen wir jetzt? Ich muss auch mal zu meinem schauen. Der ist schon seit 1-2 Missionen wieder da. Ich habe meine 20 Missionen nicht mehr losgeschickt. Wo ist der Schnurrtrupp eigentlich noch? Was nochmal? Wo ist der Schnurrtrupp? Wasserfallbrücke und dann einfach da reingehen. Ja, oder? Ach so, warte mal, du hast das da noch gar nicht. Unten am Boot. Da muss ich runterschauen. Oder Versammlungsstätte ist auch die große Tür. Mir unten am Boot. Losgeschickt. Es ist niemand mehr hier oben. Stimmt, oben ist auch einer. Ich bin eigentlich nur noch in dem Eisborn-Startgebiet, weil mir das Lager besser gefällt. Ich mag die Versammlungsstätte. Da hat man einfach die Schmiede. Einem Friesing. Hm.
Was legen wir als nächstes? Paul? Ja. Start mal eine von deinen optionalen Quests, dann kannst du die Spuren suchen. Ja, ich muss gerade mal schauen, meine Kötzig. Dein Raum, genau. Da ist er doch. Ich habe noch eine Gigante. Eine Gigante-Untersuchung. Oh, den Moll nicht eingesammelt. Ich finde die Musik hier so langweilig. Das funktioniert noch. Ich zieh jetzt mal was ganz, ganz Cooles an. Muss ich nicht schmieden. So. Ja, raus. Schmiede. 11 Uhr, ach du Scheiße. Erst. Sonst muss ich nur bis 12, darf ich nur bis 22 wach sein. Da ist die Tante. Optionale Quest, das haben wir dann noch. Okay, die habe ich schon abgeschlossen. Hallo, lad schneller. Was hast du gemeint, Flo? Normaler Ratian. Also eine optionale Quest machen. Einfach hochrangig. Was sehe ich, dass es hochrangig ist? Orangener Stern. Ich glaube ab 6 oder 7. Naja, 6 sind es bei mir. Dann jagen wir mal den Ratian hier. Wird jetzt ganz komisch aussehen. Gut, der sieht cool aus. Der Säurekler Venus, die Rüstung. Okay. Kriegt eine neue Küchensequenz. Nicht schlecht. Oh, großer Schweinsbraten. Oh, das Stückchen hätte ich auch gern so. Alter. Schmiedenrüstung? Ich brauch Beine. Die sehen scheiße aus. Die sehen auch scheiße aus. Die habe ich an. Warum habe ich jetzt irgendwie Bock auf Zwiebelringe überbacken mit Käse? Dann zieh ich die an. Was haben die überhaupt? Schnellfutter und Ausdauerdieb. Die sehen scheiße aus. Die sehen auch scheiße aus. Gibt's keine schönen Füßchen mehr? Nein, alle Füße sind aus. Bin ich jetzt das sexy etwas? Beitreten. Radian. Die ist da hinten. Bei Lage 11. 11. Jetzt brauchen wir bloß noch den Florian. Der lernt mal Schmiede aber gerade. Ah, Entschuldigung, ja. Ich habe gerade mal ein bisschen was verbessert. Eine Trophäe erhalten. Ja. Ich habe auch 2 Trophäen erhalten. Lass mal gucken. Ja, das ist noch eine aus dem Hauptspiel. Königin des Hochlands. Noch ein FIFA-Update, ja, wenn das. Es lädt nichts. Die launische Klinge als Explosion. Ah, oh, es hat was geladen.
Bilder ladet doch mal. Seid ihr inkompetent zu laden? Laden will gelernt sein. Das hat gelernt. Ich kann auch die Netherkerze nehmen. Ich nehme die Netherkerze. Ich mach mal eine andere. Nee, das ist scheiße. So. Ich nehme meinen Warframe-Bogen. So, was steht eigentlich morgen Abend an für den Stream? Ich bin morgen Abend doch gar nicht da. Ach so. Ich dachte, du warst gestern Abend nicht da. Ich muss jetzt überlegen, war ich gestern Abend da? Nee, du hast doch gesagt, wir machen. Ich bin selbst verwirrt. Also am Donnerstag, abends bei den Eltern. Am Samstag und Sonntag bin ich über den Tag bei den Großeltern. Mhm. Aber da bin ich abends halt verfügbar. Aber Sonntag mache ich halt Dead Island mit Thomas. Gesundheit. Gesundheit. Und am Samstag mit der Mika. Okay. Nein. Höchstens mittags, so 12, 1 Uhr. Ja, Sonntag vielleicht. Morgen weiß ich noch nicht, ich muss nämlich noch ein bisschen. Ja, morgen mache ich ja den Podcast mittags mit dem Thomas. Ich gucke, dass ich morgens bei dir reinschaue. Ja. Ansonsten mache ich morgen, ja, bin ich ja morgen bei den Eltern, so, wie gesagt. Also ich wäre bereit, ne? Du musst nicht. Y drücken. Dreieck, Entschuldigung. Nein, noch nicht. Ah ja, so, schon, die Mika ist ja noch. Ich will nur ein bisschen Druck machen. Mika, wir warten. Wir wollten von der Heimstunde schon losfahren. Oma Gertrud wird wütend sein. Der hat extra Radiatschlüssel gemacht. Ich bin ein pinkes Platon, ja. So, jetzt warten wir nur auf dich. Wie bitte? Ich bin ein pinkes Platon. Splatoon? Splatoon. Ein Octoling. Keine Ahnung, ob Octoling oder was anderes, aber ich bin ein pinkes Platon. Ein Inkling und Octorianer, so heißen sie doch. Was Splatoon habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ja. Die können langsam mal Splatoon 3 rausbringen. Wir könnten auch noch mal eine Runde Splatoon streamen. Krieg voll aufs Maul. Wenn du mit deiner blöden Rolle kommst. Ich wollte gerade sagen, wenn ich meine Rolle habe, komme ich klar. Naja, ist deine Rolle, die Rolle zu haben. Ich habe vergessen zu futtern, glaube ich. Was hast du denn für ein geiles Ding auf dem Rücken? Doppelklingen. Wo seid ihr? Lager? Ja, im Lager, im ersten Lager. Oh, hör auf dich. Das erste Lager, ja, stimmt. Das sind Klingenhandschuhe. Das sind im Endeffekt deine Waffen, nur als Handschuhe. Ja. Wollte ich mal ausprobieren. Cool. Ich habe schon ewig keine mehr da gehabt. Die sehen aber cool aus. Nee. Muss mir mal sagen, wie viel Schaden du machst. Ja. Das Monster ist schon gefunden. Ja, dann hin. Hallo, ihr Dinos. Ja, stimmt. Man hätte ja auch ein anderes Lager auswählen können, hast recht. Naja, ich war mir nicht sicher, wo das Ding ist, deswegen. Ja, ich hab jetzt. Das ist immer da oben bei der Zone 11, 5. 11. Das ist, also da, wo das riesige Nest ist. Ja, mal schnell reisen. Ich laufe hin. Deck bestimmt noch was. Ich stream ja nicht. Ich erwische es nicht. Lass mich doch. Oh, es hat mich auch endlich gesehen. Tut mir leid, aber die Schleudermunition brauche ich. Hä? Hm? Was soll denn das jetzt? Ich komme näher. Ach, du hast schon die Sequenz gesehen vom Terminator in Mortal Kombat? Ja. Sieht so geil aus. Geil. Wir gehen dann noch in die... Ah, ich habe Fußspuren vom Nergigante. Yeah. Da auch noch. Yes. Aua. Paul, 23, 33, 29. Was? Schade, wolltest du auch wissen. Achso, ja. Schlägen. Ja, also schon mal dreimal mehr. Ja gut, die Waffen sind auch, das sind auch keine starke Waffen, das sind schnelle. Ja, du hast halt mehrere Angriffe. Kannst du gerade mal im Stream gucken, wow. Es ist...
bin schon mal froh, dass ich Fußspuren gefunden habe vom Neri Gigante. Munition! Ja. Awesome. Aber. Oh. Es liegt. Nicht mehr lange. Was, er tot ist? Okay. Ja, also bei mir ist der höchste Schaden jetzt. Zeug rum. Ich liebe den Bogen. Maniküre gefälligst. Zeig mal die Krallen her. Au! Oh. Voll erwischt. Ich brauch Schleudermunition. Aua! Ich mach 28, wenn ich gut treffe. Ah, jetzt habe ich einen 30er. Also das Höchste, was ich bis jetzt mit der Waffe hier hingekriegt habe, ist 45. Ja. Aua, was haben wir hier? Schwanz ist ab. Da liegt er, ja. 50. Oh, er ist schon verwundet. Und ich habe nichts dabei, um den zu fangen, ey. Mein Gott, ist egal. Irgendwann bin ich groß genug, schlotterst du den selber, ja. Das Zeug kannst du ja bauen. Naja. Ach, okay. Ah, okay. Zum Glück haben wir die Mika. Das pinke. Das pinke etwas. Jetzt muss ich mich dir nochmal nicht dich besser. Verdammt, ich kann dich nicht mal hochschlagen. Frieden. Wo habe ich jetzt den Splatoon-Song im Kopf? Nein. Ich finde es aber noch erstaunlich, dass die den Song wirklich mit dieser Splatoon gesungen haben. Und das auch noch so ein Ohrwurm. Lot. Ja. Lot. Oh, Stachel. Ist alles dabei. Also, was ich halt noch machen muss, ist Geld farmen, weil die. Sachen zum Verkaufen. Hast du deine Wertgegenstände mal verkauft beim Händler? Nee, müsste ich mal machen. Ne? Mach das mal, das zur bringt Truhe. Ja immer gut Geld. Ja. Zur Truhe. Objekte verkaufen, Dreieck. Haben wir einen Händler auf der Versammlungsplatz? Ja, ich glaube, das ist zur Truhe musst du. Du musst einfach zur Truhe. Also hier oben. Kann man das auch da verkaufen? Über ja, die Truhe? Objekte verkaufen und dann Dreieck. Alle Weltobjekte. Ich bin jetzt ja, glaube ich, Lager unten. Genau. Genau, da unten ist doch wieder auch noch ein Händler, ne? Versorgungslager, Verkauf. Ich kann ich bestimmt auch verkaufen. Verkaufen, ja. Geht aber nicht gut, nicht so gut, finde ich. Aus der Objekttruhe. Okay. Steht da halt drei. Dekorationen. Die geben nicht so viel Geld. Dekorationen brauchst du. Die sind sau wichtig. Die hebt die auf. Die sind da habe ich doch ein paar Sachen. Platte, ne, die hebe ich auch mal auf die Dinger. Soll ich aus dem Beutel? Ne, wo habe ich die denn drinne? Habe ich die in der Objekttruhe, wenn ja? Ich liebe es. Sind das die ganz glitzernden Sachen, oder? Die kannst du automatisch verkaufen lassen. Mit Dreieck. Okay. Ah, alle Weltobjekte verkaufen. Ja. 222.000. Ja, per damit. Dankeschön. Jetzt schauen wir mal, was für eine Rüstung geht. Ich krieg nur 95.000. Ich mache erstmal meine Schwerter. Ich muss damagen. Weil, so. Auch Geld.
Laber mich nicht zu. Schwabbel, schwabbel, schwabbel. Oh, eine Energieklinge. Wo hast du denn eine Energieklinge? Hm? Du hast Energieklinge gemacht. Ja, ich habe ein paar, aber ich komme da nicht so gut zurecht. Ich muss sagen, mit der Morph-Axt komme ich bisher am besten zurecht. Ich kann dir beibringen. Erheben wir uns mal. Achso, ja gut, du hast mich ja sowieso schon so ein bisschen, aber ich kriege einfach nicht das Timing so raus. Spam. Hat niemand von euch den Hut? Den was? Den Perlenquell-Hut. Ich hab ihn noch. Yay, vielen Dank. Warum sagt ihr mir, ich kann meine Verbesserung möglich? Hm? Hä? Hä? Kann sein, dass mir noch irgendwas fehlt, eigentlich nicht. Was fehlt denn dir? Schick. Ach, diese Verbesserungsstufe kann derzeit nicht erreicht werden. Nichts am Jägerrang eventuell? Kann sein. Das kann, ja, das ist am Jägerrang. Na super, dann kann ich ja gerade gar nichts machen. So wirklich. Nichts Vernünftiges. Nee. Ich kann mich nur verschlechtern. Und schau mal auf die Rüstung. Also. Kommt leider hoch. Hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Ah, ne, Entschuldigung, Flo, der Helm ist wirklich vom Sohn. Ich hab doch gewusst von dem Leuchte her. Vertan. Fast wären die 130 Stunden Monster Hunter umsonst gewesen. Hm? 130? Ja. Erst. Ich bin bei 1530. Der Andi ist schon fertig, weil er 300 hat. Hey, da bist du. Lalalala. Zieh das Hütchen an. Deko, oh nein. Vor allem blinzelt das Ding und das war richtig creepy, als ich das rausgefunden habe. Hä? Wieso hab ich... Warte mal. Ich habe ihn nicht geschmiedet, ups. Gleich wieder da. Ich hab mal drauf gesammelt, das weiß ich noch. Ich hab gedacht, ich hätte ihn auch gemacht. Hast du auch den Fisch gemacht? Nee. No. Den hab ich nicht. Der Fisch ist aber cool. Der hat 930 Element. Was? Ich brauche einen Fisch. Ich glaube, die Quest ist sogar noch da. Ich kann mal nachkommen. Ja, die Quest ist noch da. Welche ist das? Trophäenangeln. Ah, okay. Habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Davon kriegst du den Fisch. Ah, gut zu wissen. Wenn du dann Eis-Element hoch nochmal drauf packst, dann ist der bei 930 Element. Eis-Element. Mit 1200 Grundschaden. Au. Ja. Dachte klar, wenn das sich auch so. Okay, also wenn es gut läuft, kann ich mir jetzt gerade eine komplette Set machen. Nein. Ist
Fehlt mir noch was. Na gut, aber ich habe mich da gut verbessert. Sehr schön. Und dann da was denn? Ja, ich sehe schon, ich muss mal ein paar Expeditionen machen, um Zeug sammeln. So, was steht an? Start du noch irgendeine Quest? Okay. Wieso ist das Ding bei dir hellblau? Weil meine Grundfarbe hellblau ist. Also blau. Blau for you. For you blau. Okay. Ich bin pink. Wegen meiner Katze bin ich pink. Hey! Na, sehe ich nicht wunderschön aus, Splatoon-Mädchen hier. Ja, ja, stimmt, ich sehe es jetzt. Ja, so wie dein Palico. Na ja, mach mal ein Pokai, Pokai, komm. Verdammt, das abgehandelt ist. Ja, ich glaube, danach mache ich Schluss. Ja, ich würde jetzt auch noch die eine Mission. Die Mika spielt noch bis 2 morgens. Weil ich es geschafft habe. Also Monster dann nicht. Ich werde dann noch was anderes spielen. Eigentlich muss ich noch bis 100 kommen heute. Demnächst. Bis zum Wochenende. Schön. Warum ist da ein mächtiges Juwel drin? Ja, ich will noch versuchen, das Spiel durchzukriegen. Bis Wochenende. ich will jetzt kein Monster außerhalb vom Let's Play oder vom Stream jahren, wo ich noch nicht hatte. Also ich will an der Hauptquest jetzt nicht weitermachen dann. Ja. Was mit Schlaf? Ich schläfe das Ding jetzt ein. Oh, gut. Ich habe vergessen, mir wieder was einzupacken. Ja, Ballas. Denke ich zumindest. Schlafkraut. Schlafkraut, Schlafkraut. Kraut, Kraut, Schlafkraut. Kraut, Schlafkraut. Da-da-ba-da-da-da-da. Ich schreibe am Freitag. Ach, ist er schon bereit? Bereit? Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ja, SpongeBob. SpongeBob, ich bin Thaddeus, Thaddeus. Wie war das? Am Anfang seines Lebens ist man so dumm wie Patrick. Dann ist er fröhlich wie SpongeBob und irgendwann ist man so drauf wie Thaddeus und kann ihn so 100% verstehen. Yay, Perlenquelle, Freunde. Und Paul. Ups, falsch. Ja. Juhu. Irgendwo war eine blaue Spur. Das ist meins. Das ist meins. Nein, das ist nicht meins. Das ist meins. Irgendwo. Oh, schön, ich habe eine Schuppe bekommen. Das ist auch meins. Das ist eine Schuppe. Du bist ein Duscher wieder. Manchmal, wenn du die Spuren findest, kriegst du auch noch Materialien. Okay. Lass mich da hoch. So. Soll ich mal nochmal. Das Langschwert ist eine schneidende Nahkampfwaffe. Mit gesammeltem Mut und etwas Elan wird sie noch besser. Ah, da. Auf zum Monster. Meins. Okay, ist ein Anjanat und ein Pukka-Pukka.
Oh, boah. Das hat gezeckt. Oh, klar, ich gleich mal um. Ich hab leider jetzt keine Scheiße dabei. Mag hier nicht sonst immer irgendwo Scheiße rum? Ah, Scheiße! Scheiße! Paul, lauf einfach weg. Für Anja. Ja. Da ist der Pucke. Achso, ja. Aua. Danke. Yes. Na, ich habe mal 32 Schaden gemacht, sehr schön. Ey, dein Ernst. Achtung. Pent. Klasse. Ach, jetzt habe ich keine Fässer da. Oh. Ah, Schwanz ist ab. Jo. Wo liegt der irgendwo hier? Direkt bei dem Vieh. Okay. Den hab ich noch abgetrennt. Hab ich den abgetrennt? Jo. Wir haben den alle abgetrennt. Ja, Paul hat den letzten Schlag geführt. Meiner. Mein Schwanz. Was? Ich habe ihn schon längst gelootet. Boah. Würde ich den jetzt auch mal. Nix da. Ich müsste mich überschlagen. Ja. Oh, Sabbat schon. Hey, komm runter. Da ist eine blaue Spur, nein. Die muss ich schnell sammeln. Meins. Oh nein, nicht meins, meins. Meins. Oh, eine Stechkapsel. Federn. Stechkapsel. Hab ich auch. Ach, die sind schön. Bei Bogen sind die richtig heftig. Mit ja, das ist eine alte Spur. Oh ja. Ich wäre gleichzeitig durch das Vieh durch. Also ich müsste ja dann jetzt echt bald... Ja, die Drachenältesten, die brauchst du immer am längsten. Später musst du noch drei verschiedene Spuren suchen. Das ist lustig. Das ist aber das letzte Mal. Okay. Hast du mal das Monster gesehen, oder? Bis halt Iceborne kommt. Was nochmal? Na, hat man wahrscheinlich jedes Monster erstmal gesehen, was bis Iceborne kommt. Also es kommen jetzt noch vier Drachenälteste. Fünf. Ja. Fünf Drachenälteste. Sechs. Jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es. Im Standardspiel. Und ich glaube, noch Asurna, Rathalos. Ich weiß auch nicht, ob der in der Hauptquest kommt oder erst nur. Der Batzel hast du schon getroffen. Du das Bombervieh. Pen. Stopp. Gott. Was ich jetzt? Fängst du es, oder? Nee, so kannst du nicht fangen. Oder? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Ich möchte... Das würde dem Vieh nur richtig wehtun. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchen sein. Das war super toll. 100 pro Stück. 100 bei 5. Yay. Und noch eine Steckkapsel. Yay. Und noch eine Steckkapsel. Paul, voll der Außenseiter, hat kein Tier auf die Schulter. Oh. Tut mir leid, dass ich erst vor ein paar Wochen angefangen habe. Was? Wo hast du eigentlich das Weihnachtsmann-Kostüm her? Das war... Orion ist das. Muss ich irgendein Event-Ticket konnte ich mir holen, ein Teil. Hallo! Will bloß noch Hose und Gürtel und dann habe ich das. Ja, die ist komplett und mir fehlen bloß noch zwei von den blöden Event-Tickets. Aha!
Hihi. Ah, jo. Ach ja, fast 3,5 Stunden. Boah, es regnet sehr schön. Mein Handy ist schrott. So. Und Figurjuwel. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's dann auch mit dem Stream und dieser Jagd. Ach, Paul, dann gucken wir, dass wir dich beim nächsten Mal gegen den El-Gigante durchkriegen. Ja, wenn ich jetzt hoffentlich alle... Ich weiß es nicht, mir wurde gerade kein Fortschritt angezeigt, deswegen... Ah, dann kann es sein, dass du da alle hast. Dann wird jetzt wahrscheinlich oben sowas stehen wie Rede mit dem Kommandanten oder so. Nee, steht immer noch, begib dich zur Heimat der Ältesten. Okay. Mhm. Na, man muss in der Heimat der Ältesten Spuren suchen. Ja. Solange bis die Katze hinkommt. Super. Na gut, das werde ich vielleicht nochmal die Tage machen für mich so ein bisschen. Aber gut. Dann super. Gute Nacht, Leute, und bis zum nächsten Mal. Nacht. Tschüss. Gute Nacht.